Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu dem heutigen Livestream. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Wir haben heute das Motto Offroader. Und wir haben direkt mal am Start den Tomnik, Lukas, Danger Leo, Donald Trump, Vonix, Anthony, Dennis Tichan, Pyro Knaller, hi, MC Aerox, Come to Kill You, was geht? Fariso, was geht? Danger Leo, Grüße gehen raus. Tavan, was geht? Samuel, Grüße gehen raus. A4B4, Amel, Rotfeder, natürlich kenne ich dich noch. Justin, Rijan King, hi. Jens, Baba König, Cross Gamer. Lukas, Maurice Ernst, Kaiser, Danny, Adrian, Biker Killshot, Hanna zockt, Leon, Ruven, Henry. Und natürlich unseren VIP Psycho, was geht, Digga? Schön, dass du auch da bist. Adrian, hi. Nico, was geht? Petro Basch, hi. Gino, Grüße gehen raus. Mir geht's gut, ich hoffe, dir geht's auch gut. Muss aber wieder gehen, sorry. Psycho, trotzdem danke, dass du reingeschaut hast, Digga. Paul Gaming, bin am Start. Wie geht's dir, Gorilla? Mir geht's gut. Ich hoffe, euch geht's auch gut, Leute. Und wie gesagt, Leute, das Thema heute sind Offroader. Ich bin zwar jetzt hier mit dem Contender unterwegs, was offiziell ein SUV ist, allerdings finde ich den für das heutige Tuning-Treffen gut geeignet. Wir werden heute durch Schlamm fahren, beziehungsweise durch tiefe Bereiche. Da empfehle ich euch auf jeden Fall einen Geländewagen, ein geländefähiges Auto, weil sonst, wenn ihr mit dem SUV kommt, könnte es sein, dass ihr nicht so gute Chancen habt. Dennis, Grüße gehen raus, guten Abend, Barcode. Ja, moin. Amel, Gorilla, ich feiere dich mega. Dankeschön, Digga. Adrian, bester GTA 5 YouTuber. Hoffe, du bekommst die 100. Dankeschön, Digga. Vielen lieben Dank. Milch HD, Grüße gehen raus. So, Tentation, was geht? Marlon, hi. Danger Leo, kann leider nicht mitmachen. Trotzdem danke, dass du zuschaust. An Error, Grüße gehen raus. Dustin, was geht? So, ups. Lol, Angelo. Bald bin ich auch dabei, Gorilla. Das freut mich, Digga. Schön langsam, Digga. Wer ist denn das? Wir parken erstmal die Autos. Wir warten hier einen kurzen Moment. Pascal Meyer, Like ist da. Dankeschön. Der echte Toast. Grüß mich bitte. Bin's Fabi. Grüße und Dauergeil. Grüße gehen raus, Fabi. Schön, dass du da bist. Und Grüße natürlich auch an Dauergeil. Die geile Sau. So, wie viele sind in der Sitzung? 23 Leute in der Sitzung, Leute. Also, ihr habt jetzt die Möglichkeit mitzumachen, wenn ihr mitmachen wollt. Einfach beitreten. Boah, Dennis, Can Aslanım, Alter, Digga, was hat der für ein Auto hier? Direkt mal einladen. So, Daniel, Gorilla, ich habe den FA im Social Club geschickt. Daniel, das Problem ist, im Social Club ist meine Freundesliste mittlerweile voll. Die muss ich auch mal löschen. Pascal, geht nicht, Crew ist voll. Pascal, dann musst du eine Anfrage für die zweite Crew senden. So, Striker, hi, grüß dich, auch an dich, herzlich willkommen. So, wo ist denn der Hamas? Samuel, könnt ihr ein Autorennen im Schlamm machen? Samuel, heute kommt was ganz Besonderes. Heute gibt es den Offroad King. Und dann werden wir sehen, wer heute der beste Fahrer im Offroad-Bereich ist, weil der Simon, der hat heute ein richtig geiles Rennen für heute vorbereitet. Und da bin ich echt gespannt, wie ihr drauf abgeht. Grüße gehen raus, Dennis, was geht? Alles klar bei dir, Digga? Ich liebe es. Alles klar, Digga. Hi, ich bin auch dabei. Juhu, EKF, Grüße gehen raus. Yvonne ist auch da. Alexander Böhmermann, was geht? David Rebe, was geht? Crosscamer, wie geht's dir? Also wie gesagt, mir geht's gut, Leute. Da hinten, chill mal schön. Mit dem Contender da hinten. Plugin, Abend, grüß dich. Offroad King, das hatten wir noch nie. Bin sehr gespannt. Marlon, ich kann euch sagen, das ist was ganz anderes. Habt ihr so noch nicht gesehen. Alter, was macht der da hinten mit seinem Freecrawler? Adrian, chill. SkyMode 2, was geht? Meine PS4 ist kaputt. Lord Smokey, schön, dass du trotzdem reinschaust, Digga. Da Martin, Grüße gehen raus. Was ist der denn für ein Problem? So, wer ist das? Blitzgamer, erste Verwarnung. So, ich würde sagen, wir fahren auch direkt mal los. Frankie, hey Gorilla, hoffe, dir geht's gut. Mir geht's gut, Digga. Danke der Nachfrage. Ich hoffe natürlich, dass es dir auch gut geht. So, wir werden jetzt aber auch nicht die Autos großartig waschen gehen, weil die Autos, die werden gleich so oder so wieder dreckig. Galaxy Jumper, hi, was geht?
Hashtag Like, schönen Abend. Dankeschön, Evgoas. Oder Evgoza. Laserboy, hi, bin auch da. Grüße gehen raus. Suicide Squadder, grüß dich, Gorilla. Schön, dass du auch da bist. Franz, hallo, bin wieder da. Grüß dich. Heavy Pumper Oscar, freust du dich schon auf den Schnee in GTA Online? Definitiv. Am meisten freue ich mich aber, mit der Crew im Schnee zu spielen und im Schnee durchzuheizen. Dann wird auf jeden Fall wieder so eine Art Offroad-Tuning-Treffen kommen, wo wir dann im Schnee durchheizen. Das wird auf jeden Fall richtig geil. Jason, du bist cool. Dankeschön, Digga, Jason. Grüße gehen raus. Galaxy Jumper, bei mir ist alles gut, Digga. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Du bist halt der einzige YouTuber, den es sich lohnt zu folgen, da bei dir alles immer dabei ist. Mega. Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön, Lord Smokey. Vielen lieben Dank. Grüße gehen raus. Frankie, wenn du streamst, geht's mir immer gut. Dankeschön, Digga. Grüße gehen raus. Ja, Leute, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr direkt mal ein Like da lässt. Wer neu ist, abonniert einfach den Kanal, aktiviert die Glocke, dann werdet ihr direkt benachrichtigt. Guck mal hier. Was für ein Drecksack, Alter. Hier die NPCs, ne? Direkt mal am Scheiße bauen hier. Bananentoast, soll ich spenden? Digga, frag nicht. Also ich mag sowas nicht. Wenn jemand hier fragt, soll ich spenden oder so, weil das sind meistens Leute, die nur Aufmerksamkeit wollen. Die Leute, die spenden wollen, die spenden einfach, kurz und schmerzlos. Suicide Squadder, wer war der jetzt? Der kommt, raut, ich weiß nicht. Lol. Ja, das gibt's auch schon mal. Baumstamm. Ein Snowmobile wäre geil. Ja, das wäre echt geil. Gute Idee. Frankie, Hashtag Like for Brother Gorilla. Dankeschön. The Creative Clan. Hi, wurde um 80 Euro gescannt von einem YouTuber. Das ist natürlich mies, Digga. Das ist echt mies. Ja, ihr müsst wirklich aufpassen. Vor allen Dingen, ich glaube, in Fortnite wird sowas gemacht. So, Striker, Like is Like Gorilla. Dankeschön, Striker. Grüße gehen raus. Ich fahre hier links her. So, Slick. Yo, Gorilla, kennst du mich noch? Darf ich in deine Lobby streamen? Leute, guck mal, von mir aus könnt ihr gerne streamen, das ist kein Problem, tut mir nur einen Gefallen, verlinkt er meinen Kanal beziehungsweise auch die Crew, dann ist das alles für mich in Ordnung. Kadermann, ich bin gerade voll im Hype wegen diesen Rennen, bester YouTuber. Dankeschön, Kadermann, freut mich, Digga. Also Leute, das wird aber natürlich ein Job sein, also sprich, das werden wir nicht in der offenen Lobby machen. Ich habe dich schon lange abonniert in Discord und like jedes Video und Stream. Dankeschön, Amel, Grüße gehen raus. Also Creative Clan, immer schön vorsichtig sein mit Leuten, die irgendwas, Sachen im Gegenzug von Geld machen. Da bin ich auf jeden Fall sehr vorsichtig, Leute. Petrobasch, kannst du meine FA nehmen? Petrobasch, ohne Witz, morgen nehme ich mir Zeit und lösche erstmal ein paar Leute aus der Freundesliste, damit ich neue Leute wieder rein tun kann. So, hab gespendet. Mhm, okay. Bin auch VIP-Gorilla. Wie meinst du das, Psycho? Du warst der Erste, der mich gegrüßt hat. Samuel, das ist auch kein Problem. Also, bei mir wird jeder hier gegrüßt. Jeder, der hier korrekt ist. Nikola, hey, was geht? Mehmet will mitmachen, aber Conti kaputt wegen FIFA. Ja, Digga, lass die Finger von FIFA. Das hat keinen Sinn. So, The Last of One, Grüße gehen raus an dich, Digga. Guck mal, ich verstehe nicht. Guck mal, wir bleiben jetzt mal hier stehen. So. Alle diese Leute hier, die jetzt hierher gekommen sind, die fahren jetzt wieder zurück. Maverick auch. Alle fahren wieder da zurück. Alle fahren nämlich alle der Reihe nach hier oben her. So, Monster, Maverick, wer ist noch da hinten? Alle wieder mal zurück. Und dann fährt ihr alle der Reihe nach hier rein. So, Voodoo. Ich komme später auch noch. Alles klar, Digga. Muss schlafen. Schön, dass du da warst. Frage, bin ich korrekt für dich? Leute, ihr seid alle korrekt für mich. Ihr seid alle korrekt für mich. Wir werden jetzt hier erstmal auf jeden Fall korrekt parken. So. Barcode, schöner Treff mit Geländewagen. Ja, dankeschön. So, wir fahren jetzt hier mal auf diesen kleinen Steg hier oder was das sein soll. Hier machen wir jetzt Free Park, Leute. Verteilt eure Autos kreuz und quer. SkyMods, wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Danke der Nachfrage. So. Also Leute, Free Park heißt kreuz und quer parken. Freischnauze, aber bitte mit gutem Abstand. Bester Army, dankeschön, Amel. Lul, kannst du mich in die Crew lassen? Ja, dann musst du dich einfach mal für die Crew bewerben, beziehungsweise erster Link in der Videobeschreibung, da wird dir erklärt, wie du hier reinkommst. Würde der arme Red Galivante auch gehen? Also guck mal, Leute, ihr könnt von mir aus ein SUV bringen oder einen Geländewagen, ja?
Eins von den beiden ist kein Problem. Nur ich sage euch, dass wir wahrscheinlich gleich ins Gelände fahren, wo... Alter, was macht der Vollidiot hier? Meine Güte, ich habe gerade noch gesagt... Der ist ganz in den Postmodus gefahren. Ja, der hat mein Auto zerfetzt. Grüß dich, Thomas, was geht? Herzlich willkommen. Tut mir leid, aber das hat mich jetzt gerade... Ich versuche hier vernünftig hochzufahren und dann werde ich hier vor Ort direkt gerammt. Also Leute, ihr könnt gerne mit dem SUV kommen, das ist kein Problem. Allerdings kann ich euch jetzt schon mal sagen, dass wir gleich ins Gelände fahren, ja, und durch die ein oder andere schlammige Strecke fahren und dann kann es gut sein, dass euer Auto da nicht durch kann mit einem SUV. Also müsst ihr selber wissen, eigene Verantwortung. So, Dexter Live, hey, was geht? Emil Hahn, hi, grüß dich. Plage, ein Sportwagen geht auch, Gorilla, aber nur einer der Streiter. Also wie gesagt, ihr könnt ruhig bringen, was ihr wollt im Sinne von Geländewagen, was ihr da drinnen versteht. Nur das Problem ist halt, ihr werdet nicht mit jedem Auto überall hinkommen können. So, Lord Smokey, trotz meiner Grippe habe ich eine Mücke mit bloßen Händen getötet. Alles klar. Toni, hi, grüß dich. Insane Space Monkey. Welche Crew? Das sind beide Crews. Auto Fanatics 1 und 2. Das sieht richtig geil aus, Leute. Anthony, Grüße gehen raus. Laserboy, deine Punkte müssten jetzt angezeigt werden. So, weiß nicht, wie das mit dem Safari im Gelände ist. Also ich kann euch empfehlen, Leute. Guck mal, wenn wir zum Beispiel über solche Felsen oder sowas fahren, da wird es schon schwierig. Guck mal, hier zum Beispiel der Sandking, der passt hier super drüber. Oder der Freecrawler, der kann hier drüber fahren. So, meine Chromfelgen werden dreckig. Ja, Maverick, auf einem Geländewagen macht man keine Chromfelgen. So. So, sorry, dass ich dich aus Versehen gerammt habe. Ja, Drecker Tom, tut mir leid, dass ich dich gerade als Idioten beschimpft habe. Das kam gerade so aus mir heraus. Ich bin beim Rammen und so, da bin ich echt empfindlich. Deswegen nimmt mir das nicht übel. Gamer TV, ich schwöre, bin schon, seitdem du 400 Abos hast oder so bei dir. Alles klar. So. Der beste Geländewagen ist der Riata. Damit kommst du über jeden Stein. Marlon, das sehen wir heute vielleicht. So, auf jeden Fall richtig nice Autos am Start. Meiner ist aber tiefer gelegt. Deiner ist tiefer gelegt? Das ist nicht dein Ernst. Ja, klar. Sonst sieht der hässlich aus. Der sieht auch so hässlich aus. Du Ratte, geh weg! Ich wollte euch einen Schlagring raus, du Pisser. So, erstmal eine Orange futtern. Alles klein, Tony, lass dir schmecken. Jakin, selte Insurgent zu den Geländewagen. Ja, Insurgent kannst du auch bringen. Tu mir nur einen Gefallen, bitte nicht irgendwie ein Grom oder keine Ahnung was. Wenn, dann bring dir wirklich so einen geländemäßigen Outfit. Outfit. Da hilft dir nur eins, Aggression, Gorilla, und zwar einen richtigen leckeren Whisky zum Genießen. Nein, Leute, ich muss hier noch Auto fahren. Mehmet, fährt man auf den höchsten Punkt von Mount Chiliad? Ja, wir gucken mal. Vielleicht führt die Reise ja gleich dahin. Slick, 500 Abos noch. Alle abonnieren. Ja, Leute, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr abonniert, Leute. Wir sind auf dem Weg Richtung 10.000. 500 Abos fehlen noch. Schaffen wir die dieses Jahr noch? Ich bin mal gespannt. Wenn wir das schaffen, gibt es wahrscheinlich ein Abo-Special. Leute, was ist los? Alle hier am Ausrasten oder was? Joel, kannst du mich grüßen? Grüße gehen raus. Colin, hi, könntest du mich bitte grüßen? Grüße gehen raus an dich, Digga. Herzlich willkommen. So. Boah, aber ich muss echt sagen, das sieht schon mal top aus. Ich kann gleich erstmal mein Auto nur reparieren gehen. So, okay. Ich denke, alle sind ganz gut angekommen. Joel schreibt, ich liebe dich. Grüße gehen raus. Ich check mal Anfragen. Dankeschön, Plagge. So, Kerem, hi, was geht? Auch an dich. Herzlich willkommen. So, und ich würde sagen, wir fahren direkt mal los. Schön chillig, Leute. Schön chillig. Ihr müsst ein bisschen Feingefühl zeigen. Ein bisschen Feingefühl. Mach weiter so, dankeschön. Was meinst du? Feingefühl sieht anders aus.
Ja, wir sehen ja gleich, wer hier weiterkommt und wer nicht. Blackboy, Grüße gehen raus. Ein Österreicher, Servus, bin auch wieder da. Grüße gehen raus und ich herzlich willkommen. Was ist das Motto? Das Motto sind gerade Geländewagen. Nikola, sorry, war nicht so viel aktiv, weil Prüfung Zeit 2. Kein Problem, Nikola. Auf jeden Fall schön, dass du eingeschaltet hast. Grüße gehen raus und ich hoffe, deine Prüfungen waren gut. Punkt aus, Mickey Maus, lol. Franz, wie geht's? Franz, mir geht's gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Der hinter mir, der Tom, der fährt hier ohne Lichter. Sollte auf jeden Fall nach deinem Licht mal schauen. Benox, hi, was geht? Auch an dich, herzlich willkommen. Coole Autos hast du und deine Crew. Dankeschön, Digga. Grüße gehen raus. Also, wer mitmachen will, erster Link in der Videobeschreibung. Dauergeil, wie geht's, Bro? Und beste Community ever. Lass ihm allen ein Abo da, damit er die 10.000 voll bekommt. Er hat es verdient. Dankeschön, Dauergeil. Grüße gehen raus an dich auf jeden Fall. Schön, dass du da bist, Digga. Franz schreibt, hallo zusammen mit seinem Vater. Lol. Grüße gehen raus. So, also Leute. Wir haben auch eine PlayStation Community. Wenn ihr wollt, könnt ihr dir gerne beitreten. Die heißt Gorilla Army. Und da schreibe ich rein, wann das nächste Treffen ist. Unter anderem schreibe ich auch rein beim Discord, wann das nächste Treffen ist. Discord kann ich euch auch auf jeden Fall empfehlen. Discord ist auch nochmal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Lohnt sich auf jeden Fall. Schweizer Matt, Grüße gehen raus auch an dich. Herzlich willkommen. So, Gorilla Army, beste, Dankeschön. Grüße gehen raus. Nico schreibt, hab die Crew angefragt, muss nur noch annehmen. Okay, wir schauen da gleich rein. So, was bringen die Points? Anhand der Points kann ich sehen, wer von euch aktiv ist, Leute. Und wer nicht aktiv ist. Weil es wird irgendwann wieder dieser Moment kommen, wo ich Moderatoren auswählen muss. Und ja, anhand Aktivität und ja... Oh shit, Alter, meine Stimme ist komplett weg. Anhand der Aktivität kann ich, wie gesagt, gucken, wen ich als nächstes nehme. So, das ist mein zweiter Account. Der erste wurde gebannt, okay. Bester YouTuber, bester Army. Dankeschön, Kellen. Die anderen 6 Leute haben falsche Einstellungen, werden nicht angenommen. Ja, Leute, also wenn ihr die Einstellung nicht so macht, wie in dem Video gezeigt wird, werden eure Anfragen nicht angenommen. Deshalb, ich empfehle euch, überprüft eure Einstellungen ganz sorgfältig. So, Blackboy, wo hast du so viel Geld? Bruder, Schwarzarbeit. Frankie, du musst deinen rechten Frontscheinwerfer noch kaputt machen. Ja, ich weiß, ist mir gerade jemand reingefahren, aber darauf will ich jetzt nicht näher eingehen. So, wir fahren einen kleinen Umweg. Robin, hey, was geht? Auch an dich, herzlich willkommen. RSV, leider Schicht, Offroad ist geil. Schön, dass du trotzdem reinschaust, Digga. Grüße gehen raus. Ricardo, hi, Gola, grüß dich. Wie geht's? Grüß mal Dennis-Chan. Dennis-Chan, hast du gehört? Grüße gehen raus an dich, Digga. So, siehst du, er hat nicht gegrüßt. Finde ich voll scheiß von Dennis Chan. So, wir fahren einen kleinen Umweg, Leute. Kadermann schreibt, war mal kurz weg, alles klar, Digga. Haji Badabi, kannst du mich grüßen? Heißt doch Kosepic Evin. Spaß, Digga. So, okay, weiter geht's, Leute. So, Kadermann, alle liken, Dankeschön, Digga. Kadem, was geht? So, ich muss aber sagen, mein Gürtel, war der drückt so richtig. Ich muss gleich mal meine Hose ausziehen oder mein Gürtel. So, gucke deinen Stream auf der Couch mit Chips, beste Leben. Ja, Mann, Grüße gehen raus, Laserboy. Julian, bist du Türke? Nein, ich bin Kurde. Aber wie gesagt, spielt keine Rolle, was für eine Nationalität, Religion oder was weiß ich was. Hauptsache, ihr seid korrekt. Hier ist jeder willkommen. Du Ratte. Psycho, Gorilla, habt ihr das mit dem VIP nicht verstanden? Sorry. Psycho Gamer, du schreibst einfach Ausrufezeichen VIP, dann kommt der Link dazu, klickst du drauf, dann kommst du auf YouTube Gaming Seite und dann steht da, also auf dem PC, steht dann Mitglied werden. Und dann klickst du einfach drauf, wenn du Bock hast. Ist natürlich freiwillig, Leute, ihr unterstützt mich halt damit. Wenn nicht, ist nicht schlimm. Eure Nachrichten bzw. euer Name ist dann anders hinterlegt wie bei den anderen. Und ja, ihr habt dann noch die Möglichkeit, verschiedene Embleme aufploppen zu lassen. So, und ich glaube, ich habe eine Spende bekommen. Ich gucke jetzt gleich sofort rein, Leute. Ich möchte aber erstmal vorher vernünftig parken, sonst landen wir alle im Wasser. So, auch hier nochmal, Leute. Wir parken. Ach, da hinten wollte ich rein. Ja, genau, kommt, Leute. Und ich sag jetzt schon,
Wer andere Leute ins Wasser schubst, den schubst ich aus der Crew. Das sage ich jetzt schon mal. So, ein Österreich, kann man noch joinen? Man kann immer joinen, Digga. Oha. Das ist ein bisschen jetzt hier Umweg. Nein! Skill! Skill! Alles klar. So, okay. Wann ist Sitzung, Saal? Was? So, okay, Leute, hier mal, versucht ihr alle mal so nebeneinander zu parken. Und ich sag's euch, wer hier wirklich jemanden in Wasser schubst mit seinem Auto, der fliegt hier raus. Guck mal, wie mein Auto aussieht. Alter Verwalter. Hab deiner zweiten Kunde eine Anfrage geschickt. Okay, da wird gleich geguckt. Henry, Grüße gehen raus. So. Oha, der Thomas hat wieder gespendet. Thomas hat wieder gespendet. Thomas haut 10 Euro raus, Leute. Schreibt mal alle in den Chat. Hashtag Thomas in den Chat, Digga. Vielen lieben Dank. Er hat 10 Euro gespendet, Digga. Vielen lieben Dank. Ey, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Du wolltest doch aufhören. Hör doch auf damit. Dankeschön, Thomas. Vielen lieben Dank, Digga. Danke für deine Unterstützung. Ich guck mal gerade auf Tipi-Stream, ob du auch eine Nachricht dazu geschrieben hast. So, einloggen. So, falls ihr nicht wisst, wer Thomas ist derjenige mit dem Namen T. Steneriff. So, ich gucke jetzt gerade. Also, vielen lieben Dank nochmal für... Alter, was läuft denn da hinten falsch? Wie kann man da mit Geschwindigkeit reinfahren? Das geht. Okay. Dann gucke ich Donation... So, und der liebe Thomas, der hat auch was geschrieben. So, ich poste das mal, was er hier reingeschrieben hat. So, Thomas hat geschrieben, trink morgen einen Kaffee auf mich. Vielen lieben Dank, Thomas. Davon kann ich mir auf jeden Fall eine ganze Kaffeepackung kaufen. Dankeschön, Digga. Grüße gehen raus an dich. Also Leute, nochmal vielen lieben Dank. Auch an die Leute, die reingeschrieben haben, Hashtag Thomas. Also ich schreibe jetzt auch nochmal seinen, Moment. So, da ist er. So, also Leute, schreibt mal bitte rein, T-Steneriff, Hashtag T-Steneriff in den Chat. Vielen lieben Dank, Digga. Vielen lieben Dank, 10 Euro, Digga, einfach mal so, Grüße gehen raus. Sind hier Leute bei, die hier Vajana geguckt haben? Was zum Ding? Kennt ihr Vajana? Vielen lieben Dank, Leute. Ihr haut alle seinen Namen raus. Ehrenleute, Ehrenleute. Dankeschön. So, Lord Smokey kennt Vajana, okay. Guck mal, bei Vajana gab es so eine Höhle. Guck mal da hinten. In der Höhle waren so Boote drin, weißt du? Und mit dem Boot ist sie dann in die weite Welt gereist. Ist ein Kinderfilm. Hast du die Insta-Bilder, die ich gepostet habe, gesehen? Nee, habe ich nicht, Digga. Boah, das sieht so fett aus, Alter. Röller, zwei neben dir. Guck mal, wird absolut gerammt. Der Tom. Und dann kommt der eine und überholt. Alles gut, gern geschehen. Dankeschön, Thomas. Vielen lieben Dank nochmal an der Stelle. Oha. Oha, kennt ihr das? Ist bestimmt schon jedem von euch passiert. Im Freibad. Du springst, so machst einen Körper. Springst so nach vorne. Und dann landest du mit dem Kopf auf dem Boden. Weil du denkst, das Wasser ist tief. So, Moment. Ich dachte, bei dir, Dings, ist das Wasser weg. Du Ratte. So, es müsste Anhängerkupplungen und Anhänger in GTA geben. Ja, das gibt es. Das gibt es definitiv. Also Leute, das sieht echt babamäßig aus hier. Am liebsten will ich wieder zu LS Custom fahren, aber dann ist es zu spät. Komm mit zwei neben die. Okay, alles klar. Also Leute, wer noch nicht geliked hat, ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lässt. Ich denke, wenn wir die 100 Likes erreicht haben, werden wir definitiv die Sitzung nochmal wechseln. Aber wenn ich das hier so sehe, das sieht doch richtig geil aus, Leute. Richtig geil. Nice.
Gorilla gestochen, Hosen runter. So, Hajibat, habt geliked und abonniert. Dankeschön, Digga. Grüße gehen raus. Wollte ich dir mal sagen, dass du ein echter cooler YouTuber bist und ich dich mega sympathisch finde und mega gut finde, dass du das machst, worauf du Bock hast und deine Regeln durchsetzt. Dankeschön, Team Vintix. Grüße gehen raus. Vielen lieben Dank für deine netten Worte, Digga. Dennis, dann zwei neben dir, Gorilla. Okay. BBM ist die Gang. Hi, was geht? So, okay, wir fahren hier ein los. Euro, bitte. So. Willst du mit bei mir fahren? Okay. Ja, ich will mitstellen. Aha, hast du es gehört? Ja, ja. Also hier, wir haben hier echt mutige Leute, die hier eine dicke Lippe riskieren. Likes hier wie immer oder bleibst beim Thema? Ich würde sagen, 100 Likes ist das Like-Ziel und danach werden wir das Thema wechseln. Und wir machen dann nachher, also am Anschluss von dem Tuning-Treffen, werden wir dann den Offroad-King machen. So, weiter geht's. Was ist los? Kennst du diese Schokobrötchen da von 7 Days? Ja, die aus Lidl. Ja. Ja. Kauf dir niemals mit Kokosnussgeschmack, Papa. Dieses, ist das nicht so beige? Ja, na, beige, die Packung meinst du? Nein, ja, so, nee, die Schokolade oder was ist das für? Ja, da ist Schokolade mit Kokosnuss drin, so also weiß und Schoko, keine Ahnung. Digga, vielleicht ist das keine Kokosnuss. Das ist Mann. Ich hab Spaß gemacht. So. Du musst meine Crew-Anfrage akzeptieren. Leute, Crew-Anfragen werden gleich geguckt. Plagge, hast du gerade Zeit zu gucken? Wäre sehr nett. Habe Montag meinen Bruder bekommen. 3 Uhr nachts geboren. Grüße gehen raus, Psycho. Und Grüße an deinen Papa namens Manuel. So, okay, das sieht hier sehr tief aus. Ich würde sagen, wir fahren hier außen herum. Klar, schaue nach. Dankeschön, Plagge. Grüße gehen raus. Also ich muss ehrlich sagen, wir haben ja ein paar neue Commissioner dazu bekommen. Und das ist auf jeden Fall eine sehr gute Bereicherung für uns. Auch für unsere aktuellen Commissioner, die dadurch auch ein bisschen so unter die Arme geholfen bekommen. Das finde ich auf jeden Fall richtig gut. Grüße gehen raus, Leute. Also würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr vielleicht mal so ein Herzchen für die Commissioner postet, Leute. So, macht mal so ein Herzchen rein. Ein Herz in den Chat. Einmal für die ganzen Commissioner, die hier wirklich super Arbeit leisten. Was ist das für ein Auto, das du fährst? Das ist der Contender. Grüße gehen raus. Patrick Gamer ist auch am Start. Dennis John, du Trickzeug. Like ist da, dankeschön. Die Bär. Ich nenne dich einfach der Bär. So, also Leute, wenn jemand was Gutes tut, wenn jemand was Gutes macht, dann finde ich, kann man dem auf jeden Fall Respekt zollen und das auch mal sagen. Ich habe da kein Problem damit. So. Psycho, ich habe gerade deinen Vater schon gegrüßt. Boah, Digga. So, Leute, 84 Likes. Wenn wir die 100 Likes voll bekommen, fahren wir Richtung Mount Chiliad. Direkt. Was ist los denn schon? Das schreibt ja, und du bist der Held der Erde. Der Held der Erde? Nein, ich bin eher so Held von Los Santos, so, weißt du? Bei Erde. Achso, nicht von tropischer Regenwald? Nein. Gorilla? Nein, okay. Okay, Leute, ich bin falsch gefahren. Aber egal, fahren wir da hier so ein bisschen übers Gelände. Diese Dinger hier, diese Kipplaster können auch vom Berg runterfallen, ne? Die NPCs, pass auf. Echt jetzt? Ja. Das habe ich aber noch nicht gesehen. Beim letzten Treffen ist es da passiert. Genau hier sogar.
Boah, da kommen aber so einige. Boah, hast du schon wieder meine Scheibe kaputt gemacht? Nein. Hä, ja, hier steht schon ein Auto. Wem gehört denn das? Ja. Hä? Das ist ein NPC-Fahrzeug. Nein. Das ist dein Auto. Warum schon? Nein, da oben ist jemand auf dem Berg und guckt hier hin. Schießt seine. So, einfach schön parken, Leute. Und schön Platz lassen. Bald reiten wir übers Gelände. Ja, ich werde auf jeden Fall, Thomas, ich werde auf jeden Fall auf diesem Community-Tab werde ich noch eine Umfrage starten. Und dann werde ich mal einfach so reinfragen, weil... So, okay. Wer ist das? So, Tobi, die Player, letzte Verwarnung direkt mal an dich. Du fliegst gleich raus. Oha, Digga. Pack das Ding weg. So, genau. Also, ich werde wahrscheinlich demnächst eine Umfrage machen auf meinem Community-Tab. Und dann werde ich euch die Frage stellen, wer von euch überhaupt Red Dead Redemption hat. Und ja, je nachdem, wie viele das haben und Bock haben mitzumachen, werden wir dann auch mal einen Red Dead Stream machen. Kannst du meinen ganz kleinen Bruder grüßen? Ja, nenn mal alle deine Familienmitglieder, damit ich dich schnell grüße, weil deinen Vater habe ich ja schon gegrüßt. Drecker Tom hat auch mein Auto kaputt gemacht. So, ich kann euch nur ans Herz legen, Leute, schön vernünftig zu fahren, weil sonst wird der Gorilla nicht mehr vernünftig. So, bestimmt 50%. Da bin ich aber echt gespannt. Ich habe letztens am 25. meinen kleinen Cousin bekommen. Ich bin so happy. Alles klar, Striker. Freut mich. Moin. Schade, kann ich mitmachen, weil ich offline muss. Okay, Finn, schön trotzdem, dass du reingeguckt hast. Kann ich mitmachen, bitte? Tronix, wenn du mitmachen willst, erster Link in der Videobeschreibung. Der Boss Mario, that's what she said. Oha, pack das Ding weg. Ja, mein Bruder, muss groß. Alles klar. So, Streams am WE. Ja, wahrscheinlich. Heavy Pump Oscar. Kennst du den Horrorfilm? So, ja, kenne ich. Aber ich muss ehrlich sagen, solche Filme kann ich mir nicht anschauen. Daniel, halbe neu. Hast du dir ein Abo verdient? Dankeschön, Daniel. Grüße gehen raus. Auf jeden Fall willkommen bei uns in der Familie, Digga. Weißt du, was das geilste Gefühl ist? Was denn? Wieder 100 Millionen Dollar auf sein Konto zu haben. Hast du schön geglitscht? Ich hatte den ganzen Tag noch geglitscht. Oh, der Typ mit seinem Kipplaster, Mann. Ich hole jetzt Basic. Ja. Steig mal aus dem Kipplaster aus, Monster. Du brauchst hier keine Security zu machen. So. Tun die Leute leid, die am Weihnachten Geburtstag haben, nur einmal ein Geschenk im Jahr. Da, Martin, kannst du bitte meine linke großen Zehennägel grüßen? Ja, natürlich. Die mit Pilz oder ohne? Wie kann man mitzocken? Erster Link in der Videobeschreibung. Lord Smokey, ich kann es nicht fassen. Hat mein Nachbar tatsächlich gestern Abend um 3 Uhr nachts bei mir geklingelt, dass mir fast vor Schrecken die Bohrmaschine runtergefallen. Jan, keiner hat Benefactor-Streiter. Ja, muss ja auch nicht, ist ja nicht schlimm. So. Aber einmal Autofreak, immer Autofreak. So sieht's aus, Leute, definitiv. Ja, der Camacho, der ist schon geil. Der ist schon geil. Ich hab den gut getunt, oder? Lebensbooster, moin, grüß dich. Was hast du denn getunt? Du hast doch gar nichts gemacht, Digga. Ist auch nicht mein Wagen. So. Ich hab mich oben benannt. Lebensbooster, wie warst du denn vorher? Güller, wie wäre es, wenn Thomas nächstes Thema auswählt? Von mir aus kann der Thomas das nächste Thema auswählen. Aber nachher heißt es, ich bin bestechlich. Also Leute, mehr wie 10 Euro spenden. Falk, würde der Nightshark auch funktionieren? Nein, der Nightshark nicht, weil der ist bewaffnet. Was meinst du denn, Jan? Colorados könnte ich dir geben. Colorados? Boah, Digga, damit hast du mich. Ehrlich. Oder Red Bull und Toffee.
Ah, ey, du kommst immer näher. Ah, der ist wieder offen. Oha, hast du gehört? Der eine hat voll Dings hier Ausdrücke gesagt. Welcher von denen war das? Der mit dem. Der hier, der hier gerade runtergefallen ist. Digga, mach keinen Dicken, bleib liegen. Er gibt mir direkt mal sein Geld. Konzi schreibt, kannst du mich grüßen? Konzi, Grüße gehen raus. Geist of Horror, hi, grüß dich. Einmal habe ich draufgeschlagen, schon steht hier, mein Geisteszustand ändert sich. Yvonne, ich würde durchs Handy krabbeln, um dich zu... Okay, alles klar. Thomas, nee, mach dir das mal, alles klar. So, okay, Leute, wir fahren weg. So, ein Österreicher, lol. Thomas, ich habe dir es klar gemacht und sagt nein. Ja, Ehrenmann auf jeden Fall, Thomas. Guck mal, das ist Ehre, Leute. Warte, ich muss kurz anhalten. Oh Mann, Digga. Okay, wir fahren weiter, Leute. So. Ja, ohne Witz, Dominik, Ehre für Thomas, definitiv, Digga. Was, hast du jetzt über das gleiche gelacht wie ich oder über was? Ja, hab ich. Halt's okay. Maul jetzt. Okay, weiter geht's. Dennis, was ist los? Pipi im Auge. So, vorsichtig. Okay, Leute, wir müssen jetzt vorsichtig sein. Ganz viele Autos. So, wir warten kurz. Kippel. Was? Ja, scheiße. Ich wollte gerade sagen, guck mal weiter oben wieder im Chat. Warum? Die gleiche Person. Ah, hier halten wir auf jeden Fall nicht an. Hier gibt es direkt Gangangriff. Darf ich schon mal? Hm? Du Ratte. Verdammter. Geh mal zur Seite. So, okay. Oh nein. So, ich muss mitlachen. Erik, Krise geht raus. So, okay. Aber was ich nicht verstehe, so mitten in der Pampa, ne? Mitten in der Pampa ist hier so ein Würstchenladen. Ich glaube, hier machen wir gleich gerade einen Stop. Hunger bekommen. Ja, echt Hunger bekommen. Oh, der hat geschlossen. Ja, dann fahren wir weiter. Ich will hier zu diesem bunten Dingens da. Warte, wir müssen hier rüber. Komm wieder rein. Was? Bullshit. Lies mal, ich kann nicht lesen. Ich bin gleich da, zwei alte Männer sind vor mir. Zählt der Guardian auch zu Gelände? Ja, kannst du auch nehmen, aber fürs Gelände empfehle ich den eher nicht, weil der hat so einen Unterbau. Also der hat nicht die perfekte Höhe fürs Gelände, finde ich. Genau hier wollte ich hin, Leute. So, ohne Scheiß. Jetzt mal wirklich versuchen, hier vernünftig hinzustellen. Mal gucken, wer das nicht schafft. Weißt du, wie man den Kamatschutz überlegt?
Wie willst du, warum willst du denn tiefer legen, Digga? Wir fahren doch eh bestimmt nicht mehr auf Berge. Doch, wir fahren jetzt gleich noch Mount Chiliad hoch. Wir haben nämlich die über 100 Likes. Ach so. Boah, ich hab richtig geil gepackt. Boah, Digga, wenn der Sandking so vor dir steht, ne, da kriegst du schon Schiss. So, Gorilla, sprich nochmal das Einstellvideo an. Die Leute haben alle falsche Einstellungen. Ja, Plagge hat recht, Leute. Dann solltet ihr einfach den ersten Link in der Videobeschreibung bitte nochmal anschauen. Und da gucken, wie die Einstellungen gemacht sind. Weil wenn die Einstellungen nicht wie in dem Video sind, werden eure Anfragen nicht angenommen. Beziehungsweise auch nicht angezeigt. Ist die Lobby voll, würde gerne mitmachen. Aktuell sind 29 Leute in der Sitzung. Ted, was geht? Grüße gehen raus. Erik, das ist... kein Würstchen landen, sondern die große Grabe. Team Wenix schreibt, machst du eine neue Lobby? Ja, wir fahren jetzt gleich Mount Chiliad, Leute. Oh, der da oben, das sieht richtig geil aus mit dem Insurgent. So, Daniel, ich habe es vielleicht falsch. Da ich bei den Verkäufungen nicht einstellen kann, dass alles sehen können, nur Freunde. Ja, Digga, da kann ich mich jetzt wirklich nicht drum kümmern, aber ich werde mich drum kümmern. Und zwar müsste ich da wirklich mal gucken, dass ich da auch ein paar Leute aus der Liste lösche. Endlich Moto Offroad. Ja, Marlon. Monte, guten Abend, grüß dich. Brian, was geht? Sniper schreibt... Sorry. Sniper, ich kann leider nicht mitzocken. Ich will Rockstar Games melden. Weiß meine E-Mail nicht. Das spielt keine Rolle, Sniper. Du kannst dir gerne eine neue E-Mail-Adresse machen und die dann damit verknüpfen. Leier, die Grüße gehen raus. Finn, ich muss offline. Schön, dass du da warst, Digga. Marlon, das könnte ein episches Bild werden. Könnte, ja, das stimmt. Könnte. Könnte. Ich glaube, machen wir mal ein schönes Bild. Ja, genau. Das kommt dann wahrscheinlich später aufs Thumbnail. Fliegt er erst mal aufs Maul. Lol. So, okay. Hä? Was dazu? Ein Tutorial? Ja, Sniper, erster Link in der Videobeschreibung. Der Boss Mario, kannst du meine letzte Nachricht lesen? Kopier die mal bitte und füg die nochmal ein. King schreibt, können wir mal Hippie-Motto machen? Digga, Hippie haben wir fast jeden Tag. Manche Autos sind wie Hippies getuned. Boah, das sieht ja richtig nice aus hier. Guck mal hier. Der im Sandking, Digga. Ja, Mann, habe bald die 500 Points. Grüße gehen raus. Der Martin ist auch am Start. Nein, das mit der E-Mail verknüpfen. Ja, Sniper, guck mal, du machst Folgendes. Ganz einfach. Du erstellst eine neue E-Mail-Adresse. Du erstellst eine neue E-Mail-Adresse und damit loggst du dich im Social Club ein. Verifizierst das alles ganz normal und dann später machst du die gleichen Einstellungen wie in dem Video. Tschüss, armen Nack. Digga, ich lauf da vorbei und mittendrin kriegt er plötzlich einen Arschkick, Alter, von so einem Adri. Adri, was soll das? Happy Motto, wäre geil, dafür stimme ich als nächstes auch ab. Okay, Junge, der mit dem Sandking ist Man in Black, definitiv. Ey, Digga, das sieht richtig geil aus. Armin, was geht, Digga? Herzlich willkommen. Grüße gehen raus, Digga. Schön, dass du da bist. Erik, tschüss, Armin. Bitte lesen, ich bin hergekommen, um mein Rohr zu verlegen. Da bin ich der Richtige, oder? Stell dir das bildlich vor, Gorilla. Boss Mario, war das jetzt wirklich so wichtig? Gorilla wurde dank Dennis Jan vom Discord gebannt. Gibt's eine Möglichkeit, wie du mich freigeben kannst? Digga. Er soll mal seinen Discord-Namen reinschreiben, bevor er irgendwelche Spekulationen gelangt. Genau, richtig. Genau. Meine Moderatoren und meine Commissioner, die machen nichts einfach ohne Grund. Das müsst ihr euch immer vor Augen halten, Leute. Armin, alles Klärchen. Und bei dir, Digga, Grüße gehen raus. Baby Gorilla Armin, was geht? Expo parkt nicht, sondern fährt ganze Zeit rum. Ja, ohne Witz, Digga, hast du irgendwas im Hintern? Chill mal deine Hoden. Bleib mal stehen. Was macht der da oben, Digga? Ganze Zeit hier durchdrehende Reifen. Ja, das ist lustig. Ach so, okay. Armin, Grüße gehen raus. Mir geht's gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Sorry, war aus Versehen, wollte dich nicht weghauen.
Kein Problem. Kann man noch beitreten? Ja, man kann immer beitreten. Muss nur was frei sein. Sagt den Namen Ennis, dann weiß er es. Ja, Ja, keine das hatte Ahnung. seinen Grund. Guck mal, Ich fühle Leute. mich beleidigt. Wenn ihr irgendwelche Sachen zu klären habt, dann macht das außerhalb vom Stream und nicht während dem Stream. Weil, wie der Name Stream schon sagt, man streamt. So, okay. Erhan, wir haben schon 100 Likes. Ja, definitiv, Erhan. Und deswegen fahren wir jetzt gleich Richtung Mount Taco. Nein, Spaß. Ey, Digga, warum fällt der runter? Oha, du bist auch runtergefallen. Weißt du, was gerade passiert ist? Was ist passiert? Ich gehe einfach ganz langsam an diesen Wagen, der da jetzt runterrollt, an ihm vorbei. Ich knall ganz leicht dagegen, der rollt hier einfach runter. Ohne Fahrer. Bin fast tot. Moritz, oben wieder da, Grüße gehen raus. So, wie sieht das Auto aus? Welches Auto? So, okay, jetzt. Ich versuche mal in mein Auto wieder einzusteigen. So, und der Tomnik haut nochmal eine Unterstützung raus. Leute, ich kann nicht mehr in mein Auto einsteigen, oder? Doch, oh, Gott sei Dank. So, wir fahren mal los, Leute. Wie teuer ist ein Unlock-All-Account? Scheiße, Aliboy. Aliboy, Digga, ich weiß nicht, wie viel die Unlock-All-Accounts jetzt kosten. Da musst du bei WFG mal schauen. Okay, Leute. Ihr könnt. Oha, Digga, was macht denn der da hinten? So, Striker, ich trinke Uso und machst du so. Alles klar. So, wir fahren aber jetzt hier. Wir machen mal einen auf Offroad hier. So, Umut, der echte Kurde. Salam, Bruder, was geht? Herzlich willkommen. Julian, was geht auch an dich? Herzlich willkommen. So, hi. So, hi. Was lachst du denn, du Dreckiger? Wie, was ist denn da? Der Ehrenmann wieder. Digga, ich bin am Auto fahren. Da schreibt jemand irgendwas mit seiner Oma gebissen und so. Okay. 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 Was geht, Digga? Grüße gehen raus. Salam alaikum, welcome, Mert. Laut Smokey neulich auf eBay. Biete Fallschirm noch nie geöffnet, hat nur ein paar rote Flecken. Ey, wir haben ja echt heute lustige Leute dabei. Wurde gerade vom Zug weg. Alles klar, Digga. Mal gucken, welches Auto gleich hier explodiert. Okay, Leute. Der Berg ruft. So, bitte rechts von mir hinstellen. Oder warte, ich gehe ein bisschen weiter rüber. So, und dann bleibt jeder in seinem Auto sitzen. Yannick, moin, was geht, Digga? Herzlich willkommen. Also, Leute, wer neu auf dem Kanal ist, lasst ruhig ein Abo da, aktiviert die Glocke. Ich habe bei vielen Leuten gesehen, die haben nicht die Glocke aktiviert. Müsst ihr auf jeden Fall machen, dann werdet ihr nämlich benachrichtigt, wenn ich das nächste Mal streame. Und wer noch nicht geliked hat, wäre auf jeden Fall eine Ehrenaktion, wenn ihr noch ein Like da lässt. Wir starten jetzt hier gleich ein Rennen da hoch auf den Mount Chiliad. Aber das Ganze soll natürlich belohnt werden, indem wir so ein kleines Rennen machen, so eine kleine Wette. Yannick HD, grüß dich. Bin da. Bin in dein Zimmer. Alles klar. Julian, danke für dein Abo. Ich höre den Berg rufen. Lol. Also Leute, bitte mal alle aufstellen. Und dahin. Digga, der mit dem Cargo Bob, ne? Der kriegt gleich eine Links-Rechts-Kombination. Wer ist denn das? Donald Trump, mach dich wieder hier in deinen Wagen rein.
So, call me back, bin auch wieder da, Digga. Grüße gehen raus, Eric. Wollte mal mitspielen, konnte aber nicht. Dein Stream gefragt und du sagtest, bin gebannt. Das war vor circa 3 Monaten. Vielleicht zum Entbannen, Tuning. Eric, wer gebannt ist, ist gebannt. Schreib mal deine PSN rein, damit ich weiß, wer du bist. Wieder nur Anfragen mit falscher Einstellung. Genau, also Leute, wenn ihr die Einstellung falsch habt, dann wird eure Anfrage nicht angenommen. Brasti und Banane mit der... Boss Mario, lass das mit dem Kurdisch, Digga. Ah, Yolo Gamer, du brauchst jetzt gar nicht anzufragen, Digga. So, Leute, alle mal stehen bleiben, ja? Wirklich mal stehen bleiben. Also, natürlich im Auto. In ein Auto einsteigen. Los. Lars Rode, Mäusen, grüß dich, herzlich willkommen, Digga. Spreng mal die Autos von den Mitspielern aus Spaß. Ja, ganz bestimmt, dann komme ich direkt mal in eine Spielverderber-Lobby. So, alle mal die Autos stehen lassen, Leute, und im Auto sitzen bleiben. Könnt ihr die Füße stillhalten? Ich bin so aufgeregt. Du bist aufgeregt? Ja. So. So, Geist auf Harlenhall. Ich glaube, ich werde morgen ein paar Freunde löschen, damit ich neue Anfragen annehmen kann, definitiv. Okay, Leute, bleibt jetzt alle so... Boah, Digga. Die zwei da vorne, ne? Oder drei. Tick, Trick und Track. Also, Adrian, Black Zorro, Loser, Player Play. Ihr kriegt gleich voll auf die Nüsse. So, okay. Stehen bleiben. Keiner gibt Gas. Keiner gibt Gas. So, Leute, ich werde euch jetzt alle zum Rennen einladen. So. Wie alt bist du, schreibt Yannick. Yannick, ich bin 19. Geistervoll, wer? Ja, also wie gesagt, ich werde morgen ein paar Freundesanfragen löschen, beziehungsweise Leute in meiner Liste, dann wieder Platz für andere Leute machen. Und wer merkt, dass er aus der Liste geflogen ist, der soll einfach eine neue Anfrage senden. So, okay, Leute. So, ich denke mal, alle wurden eingeladen. So. Ihr dürft nicht starten, Leute. Wenn ich jetzt auf Starten drücke, dann kommt erst ein Countdown. Und ihr fährt erst los, wenn da wirklich lossteht. Lars Rode, ich bin 13. Grüße gehen raus. Ach nee, 51. Lol. So, Sackhüpfen. Was? So. Ich wusste, dass einer der das nicht schaffen wird. Ah, egal. Also Leute, nein, Digga, die Wette gilt. Ich wurde direkt auf Seite gehauen. Tschüss, Alter, die gehen aber richtig ab hier, diese Trophy Trucks, Digga, geh weg. Nein, ich mache einen Sideflip. Boah, Digga, geh weg. Alter, wir sind noch nicht mal den Berg hochgefahren. Mein Auto ist schon am Arsch. Ich fahre dem einfach hinterher. Ob das jetzt eine gute Idee war? So, schnell hoch. Ich nehme eine Abkürzung. Also Leute, wenn euch einer sagt, ich nehme eine Abkürzung, dann steigt schnell aus. Oh, geh weg. Geh weg, du Ratte. Geh weg, du Ratte. Du Ratte! So, warte. Komm. Ey, ich sehe, da oben sind schon welche. Moment. Nein, ich habe gehofft, ich kann. Ah, da hinten der. Der geht auch richtig ab. Lass auf ihn schießen. Aber hey, der Contender im Gelände, echt gut. Muss man echt sagen. Oh, Digga, irgendeiner ist hinter mir. Maverick. Maverick war hinter mir.
Boah, jetzt aber hier auch sie mit Gebrüll. Lol, wo ist denn das Ziel da? Wo habe ich denn das Ziel gesetzt? Boah, ohne Witz, der Contender, der ist so geil. Oh, Digga! Fingo! Nein, wer schubst mich da von hinten? Es ist Maverick und wir haben einen Gewinner. Fingo! Fingo hat das Rennen gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Fingo! Grüße gehen raus, Digga. Spielemeister, moin, grüß dich. Bin top, du flop. Kannst du mich grüßen? Grüße gehen raus an dich, Digga. Alter, jetzt komme ich hier die kleine Steigung nicht hoch. So, alle mal hier hoch. So, wir starten jetzt gleich eine neue Sitzung. Ideal. Gewicht einer Schwiegermutter. 1,2 Kilo plus Urne. Oh, Digga. Das ist fies. Zum Glück bist du nicht verheiratet. Harris, endlich mal wieder Gorilla-Stream gönnen. Harry, Grüße gehen raus an dich, Digga. Herzlich willkommen. Ich hoffe, dir geht's gut, mein Lieber. So, alle mal hierher. Alle Ausländer hier hoch. Rocket, Manuel, grüß dich. Hi, was geht? So, würde gerne mitmachen, aber Frau ist wieder am Drücker. Digga, dann einfach mal zur Seite schieben. Oh, Digga, wie hast du denn geparkt? Like a boss. Digga, das muss ich direkt hier bei irgendeinem YouTube-Kanal hochschicken. Feier Arme. Ey. Digga, was war denn für ein Schlag? Dedo, Grüße geht raus. Marlon, Kiffen ist nicht so schlimm wie der Orbentunnel. Ein Zug und dann man ist weg. Ja, Digga, das stimmt. So, okay, das sieht auf jeden Fall richtig nice aus, Leute. Ich würde sagen, ihr folgt mir jetzt einfach. Stellt die Autos einfach mal ab. Es haben alle gewonnen. Ja, da Martin, das ist sehr nett. So. Okay, lasst die Autos einfach stehen. Schnappt euch alle im Fallschirm. Schnappt euch alle im Fallschirm. Skyrider, moin, grüße ich auch an dich. Herzlich willkommen. Hast du mittlerweile die Zeit unterboten? Da bin ich mal gespannt. Oh, Digga, das war knapp an der Grenze. So, Leute, schnappt euch alle mal einen Fallschirm. Ist hier noch irgendwo einer? Ah ja, da vorne, im Angebot. Okay, das heißt wohl, jeder hat einen. Gut. Wollen wir Titanic spielen? Okay, jetzt ist die Frage, ich denke, wir gehen alle hoch aufs Dach. Ist besser. Wir wollten einfach mal hier schon mal einen Fallschirm klar machen. Kommt noch. Alles klar, mach das, Digga. Bist du braun, kriegst du Frau. Bist du weiß, kriegst du... Digga, was schreibst du da rein? Oha, was ist denn das da oben? Ist da jetzt einer wirklich mit einem Kompressor? Ist da jetzt einer mit einem Kompressor gekommen, oder was? So, willkommen in der Crew. Komischer Name. Ja, auf jeden Fall. Dankeschön, Plagge. Der Plagge guckt hier auf jeden Fall fleißig nach Crew-Anfragen. Leute, wenn ihr wirklich hier mitmachen wollt, dann checkt wirklich den ersten Link in der Videobeschreibung. Da wird euch erklärt, wie ihr hier reinkommen könnt. To make buddies, Advent, die Nudel brennt. Grüße gehen raus. Team Winix, kann ich schnell mit Flugzeug kommen? Digga, es lohnt sich jetzt nicht mehr hier hochzukommen, weil wir werden jetzt gleich die Sitzung wechseln. Wir haben schon fast 130 Likes und dementsprechend werden wir jetzt schon mal die Sitzung gleich wechseln. Vorher will ich noch versuchen mit euch, also Leute, es sind keine Waffen erlaubt. Mal gucken, also. Hier ist so eine ganz kleine Insel. So, alle mal hier hinstellen. So, kann ich euch eigentlich, können wir daraus auch ein spontanes Rennen machen? Wo ist denn das? Da, ja, kann man, glaube ich. So, okay, Leute, alle mal stehen bleiben. So, wir versuchen jetzt da hinzukommen, ja? Du bist der beste YouTuber von der Erde, dankeschön. Blub, blub, Kompressor, ja, Mann. So, warte auf der Insel. Lol. So, okay, Leute. Ich lade euch alle mal ein. So, wichtig ist es hier auch wieder, dass ihr stehen bleibt.
Weil sonst werdet ihr disqualifiziert. So, ich hoffe, jeder hat jetzt die Anfrage angenommen. Okay. Warten wir noch einen kurzen Moment. Magics, guten Abend, my brother from another. It's Magics, Grüße gehen raus. So, okay, Leute. Gut. Oh, Digga, wie geil! Oh, scheiße, ich hab die Rockstar-Aufnahme zu spät gemacht. Boah, Digga, was kommt aus deinem Popo raus? Digga, da kommen irgendwelche Farben raus. Yippie! Wie geht das? Wie geht das mit den Farben? Ey! Ey, Dennis, dann sag mal! Drecksack! Wie geht das mit den Farben? X. Halt's Maul. Nee, Dreieck war das. Dreieck. Ja, fick dich, Alter. Ich hab Dreieck gedrückt, aus ich bin rausgeflogen. Na, mit X gedrückt, ehrlich. Ah. Like a boss. Alles klar, einer mit Savage hier. Boah, Digga, das war als Insel, war das mir gekennzeichnet, ne? Also, wenn ich jetzt von hier so gucke, dann ist da nix. Also, Leute, wir werden jetzt hier gleich eine neue Sitzung aufmachen. Seid schon mal gespannt. Digga, ich komme nicht an. Alles klar, viel Spaß beim Zurückschwimmen. Adrian, hab eine Anfrage geschickt. Alles klar, Adrian, komm vorbei. So, Leute, wir machen jetzt Folgendes. Wir werden jetzt jeden Moment eine neue Sitzung aufmachen. Vorher werden wir ein neues Thema auswählen. JanTV, hi, grüß dich. Martin, die kriegen direkt Schlag, geh weg. So, okay. Boah, Digga, was ist das geile Yacht. So, okay, Leute, wir machen jetzt Folgendes. Und zwar, ich werde jetzt eine Zahl in den Chat reinschreiben. Ja, und ihr müsst die gleiche Zahl in den Chat reinschreiben mit einem Thema. So, wer die gleiche Zahl und ein Thema dazu reinpostet, dessen Thema bzw. dessen Vorschlag wird dann genommen. Okay? So, ich denke, das war jetzt klar. So. So, okay. Und das ist die Zahl. Ich werde sie nicht vorlesen. Digga, demnächst kommen noch längere Zahlen. So. Toll, alle schreiben irgendwelche Zahlen rein. Ivo war knapp dabei. Tommy, das Thema hatten wir letztens. Adrian, wir nehmen Mafia. Mafia ist das Thema, Leute. Boah, Digga. Was stimmt nicht mit dir? Ruhig. Ah! Scheiße, ich hab den Falschen getötet. Okay, Leute, von hier aus werden wir jetzt eine neue Sitzung starten. Oh, Digga! Was soll das? Okay, Leute, ich gehe jetzt von hier aus in den Editor und wenn ich jetzt im Stream sehe, dass ich im Editor bin, werden wir von hier aus eine neue Sitzung starten. Mafia war doch schon mal. David, Mafia ist schon länger her. So, okay. Gut, Leute, ich bin jetzt im Editor und von hier aus starte ich jetzt eine neue Sitzung. Das heißt für euch, ihr habt jetzt die Möglichkeit, hier beizutreten. Also bringt Mafia-Autos. Was sind Mafia-Autos, Leute? So richtige Bonsenkarren. Bitte bringt keine verspielten Fahrzeuge oder so. Die Autos, die sollten schwarz sein. Ja, definitiv schwarz. Und diesmal machen wir so, nur Viertürer. Also das müssen Viertürer sein, mindestens Viertürer. Keine Zweitürer. Auto muss schwarz sein. Definitiv schwarz.
So, und ihr müsst auf jeden Fall einen Anzug tragen, einen schwarzen Anzug. Mal gucken, wer das schafft. Mal gucken, wer das hinbekommt, in Kürze der Zeit diese Sachen zu erfüllen. Zwingo Limo. So, also muss mindestens ein Viertürer sein, Leute. Definitiv. So, ich ziehe mir gerade meinen Anzug an. Passt da rein? Sicher, Digga. So, Limo. Limo geht klar. Aber wenn hier Leute mit Limo kommen sollten, seid euch bewusst, ihr sollt auf jeden Fall hinten fahren. So. Nice, bin drinne, schreibt Team Windix. Immer schwarz. ID, schwarz ist auf jeden Fall Mafia-Style, Digga. So. Du hast reingeschaut, sorry, Gorilla. Ratte. So. Kann man auch mit einem Oldtimer einen Spaß nehmen? Ja, Tommy, kannst du gerne machen, also muss aber ein Viertürer sein. Okay? So, ich denke, das dürfte jetzt klar sein. Ich hoffe, der Wagen lässt sich jetzt so ganz in Ordnung tiefer legen. So, Franz, was geht? Auch an dich, herzlich willkommen. Finlay, Grüße gehen raus. Lars, ich folge dir auf Insta. Digga, danke schön. Grüße gehen raus an dich. Danke an die Leute nochmal, die mir auch auf Insta folgen. Du Ratte. Ich weiß, dass du das extra machst. Was? An mir so vorbeizufahren. Hallo, das ist eine Einbahnstraße. Einbahnstraße. Ich kann da einfach nicht rückwärts rausfahren. Du bist schon mal gegen eine parkende Faust gefahren. Nee, kenne ich nicht. So, okay, Leute. Boah, Digga, mein Wagen, der zittert voll. So, okay. Also, Leute, ich bin mal gespannt, wer in Kürze der Zeit die ja, Voraussetzungen erfüllt. Daniel kann man auch grauen Anzug nehmen. Oh nein, Leute, bitte, das soll alles einheitlich aussehen. Also bitte einen schwarzen Anzug und schwarze Autos, Viertürer mindestens. Du bist cool, schreibt Franz. Dankeschön. Silberrücken, das ist kein Mafia-Auto. Doch, das ist ein Mafia-Auto. Definitiv. Ich habe bei der Mafia die Ausbildung gemacht und im ersten Lehrjahr hast du da direkt mitbekommen, was ja, was ein Mafia-Auto ist. Und derjenige, der gerade mit dem Night Shark reingefahren ist, der kann direkt wieder rausfahren. So, keine bewaffneten Fahrzeuge. Wenn, dann haben wir eine Waffe in der Hose. Wei, wei, wei. Wei, wei, wei. Was Stress mit mir oder was? Oh, geht Kopf los. Wir machen jetzt Roleplay. Hey, was geht? Hey, bist du Ich der Neue komme in der auf dich. Stadt? Ja. Bist du Ey, der bist Neue du in ein der Gorilla? Stadt? Hey. Oh mein Gott, das ist der echte Gorilla, darf ich ein Foto machen? Ja, warte. Lass mal Selfie machen. Warte. Ja, warte, ich stelle mich neben dich. So, können wir ein schönes Foto machen. So, Ah, komm jetzt. mal, warte. Schokoladenseite, bitte meine rechte Seite. Ja. Alhamdulillah. Oh mein Gott, ich hab ein Foto mit dem echten Gorilla. Trecker Tom, übertreib nicht, Digga. Komm, wechsel dein Auto. Der ist zu übertrieben, ja. Auch wenn es ein Viertürer ist. Aber Digga, der ist übertrieben. Hier, der geht auf jeden Fall klar. Im reparierten Zustand. Reinfahren, bitte da einmal reinfahren, Leute. So, King Kong ist der Boss. Grüße gehen raus. Du bist cool, aber nicht so wie der Gorilla Beef. Okay. So, Leute, zeig mal bitte die Lobbyliste. 30 Leute. So, Viertürer, Fake Gamer, Viertürer. Vier Türen. Der sieht auch Bombe aus. Der hat vier Türen. Fingo mit Cowboys Mütze, Red Dead.
Geil. Oha. Digga, Auto schwarz lackieren, wer ist denn das da hinten? So. Also Leute, wer noch nicht geliked hat, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Grüße gehen raus an euch alle Leute. Alles klar. Janu. Was ist, wenn du Augen zumachst? Dann ist das Auto auch schwarz, oder? Okay, ich würde sagen, wir gehen schon mal die Autos waschen. Der Rest folgt uns dann. Hier ist ein Helikopter. So, ist das wieder Exo-Freak? Guck mal, ich habe gerade gesagt, vier Türen. Vier Türen, Leute. Exo-Gamer, bring einen Viertürer. Dieser Benz hier, das war im RP sogar auch mein Mafia-Wagen. Ja, der Schafter, der ist auf jeden Fall die richtige Wahl für sowas. Das echte Toast. Bruder, hast du Fortnite? Ja, hab ich. Donnerstag kommt neue Season. Boah, muss ich direkt mal suchten. Ja. So, Adri schreibt, ist die Lobby full? Café ist full. Haut auf jeden Fall ein Like raus, Leute, wenn ihr wollt, dass wir noch eine weitere Sitzung aufmachen wollen. Oder sollen. Ich wollte gerade sagen. Ich hoffe nur, es fängt jetzt nicht an zu regnen. Stellt euch Das einfach sieht so jetzt aus. die Mafia-Musik vor. Wenn ihr in YouTube GTA Mafia eingibt, kommt, ich glaube, direkt als erstes oder als zweites ein Video von mir, was ich gedreht habe. Richtig geil. Alte Ich hab Zeiten. bis heute vergessen, dich zu fragen, wie dieses Lied hieß. Das war, ich glaube, von GTA 4 irgend so ein Lied, aber ein Remix. Nein, nein. Das war ein anderer. Da wurde Sandstorm. So. Ash666 schreibt, schlecht singen kannst du ja auch gut. Digga, auf jeden Fall der Unterschied zwischen singen und summen ist dir auf jeden Fall bekannt. De Panda, hi, grüß dich. Wo kriegt man Unlock All her? Bei WFG? Advent, Advent, die Nudel brennt. Alles klar, Digga. So, dann checke ich mal die Autos, die hier eingetroffen sind. Warte mal, bis alle gewaschen sind. Gewachsen sind. Gewachsen haben. Lol. Warte mal, was macht der hier? Ray Guy Matrix. Da hinten ist die Schlange. Bitte anstellen. Tim Geilo rammt mich zum dritten Mal hintereinander. Mein Auto kaputt von hinten. Ja, wenn das mehrere jetzt gleich reinschreiben, wenn das der Fall sein sollte, dann Tim. Auf Wiedersehen. Bro, weißt du, wie teuer bei MFG OA ist? Und ist der safe? Ich weiß nicht, wie teuer die sind, aber ich denke schon, dass die safe sind, weil ich habe meinen auch schon jetzt schon seit 2 Jahren. Digga, warum überfährst du die? Bitte nicht töten, ja? Bitte nicht töten, sonst kommt gleich hier ein Krankenwagen hin. So, okay. Licht einschalten. Boah, der sieht richtig nice aus. Kann meins nicht waschen. Dann fahr bitte, dann stell dich einfach in die Reihe. Ja, ganz genau. Boah, wer kommt denn hier mit Mesa, Digga? Da ist dann. Bring den Wagen weg.
Der Mesa, ich weiß nicht, also das sieht eher nach einer anderen Bande aus, aber nicht nach Mafia. Also kannst du kurz Tutorial machen, wo du zeigst, wie man Geld bekommt? Okay, ich mache jetzt ein kurzes Tutorial, wie man Geld bekommt, Leute, okay? Ihr müsst aber im Stream richtig gut aufpassen, okay? Ihr öffnet das Internet. Und dann geht ihr auf Finanzen und Dienste. So, dann geht ihr auf Foreclosure Maze Bank. Seite betreten, dann seht ihr hier die ganzen teuren Sachen, ne? Die kauft ihr aber nicht. Ihr geht nämlich zurück. Dann scrollt ihr runter und geht zur Maze Bank. Ist ganz wichtig. Dann geht ihr ins Hauptmenü. Und dann geht ihr auf Einzahlungen. Und dann seht ihr hier die Summe 12.000.000. 5.632 GTA-Dollar. Klickt da drauf. Also bei mir wird es auch so angezeigt. Und dann wollen Sie das einzahlen. Zack. Seht ihr hier oben? Es ist auf dem Konto drauf. Das war mein Geld-Tutorial. Grüße gehen raus. Lasst einen Daumen dafür da. Wer noch nicht abonniert hat, Abo ist kostenlos. So, machen wir hier weiter. Boah, Tom, ich muss sagen, dein Wagen sieht geil aus. Das sehe ich von hier. Fahr durch. Nicht so schüchtern. Vielleicht kommen so Dennis rein. Es fängt an zu regnen. Geil. Da ist irgendein Fallschirm. Wo ist ein Fallschirm? Boah, Digga. Aber er hat Anzug. Digga. Mit Anzug, Digga. Mit Mantel. Flagge. Tom, nicht hier parken. Steig wieder ein, mach dich da rein und ab. Leute, es lohnt sich nicht, die Autos zu waschen. Liken und abonnieren, Dankeschön, Erdan. Justin Bieber. Leute, nicht mehr waschen, nicht mehr waschen. Hände waschen, Hände waschen. So, Leute, auf geht's, steigt in die Autos ein. Wir fahren hier weg. Fahren hier weg. Schade. Boah, Rappix Boss, geil, Digga, richtig geil. So Leute, und wenn wir jetzt gleich die 175 Likes erreichen sollten, machen wir gleich das Offroad King Event. Leute, Offroad King. Wer wird der Offroad King? Wenn ihr das sehen wollt, haut ein Like raus. Bei 175 Likes ist das auf jeden Fall das nächste, was hier dran kommt. So, wir fahren direkt mal hier ins Parkhaus, weil es ist hier wieder am Regnen. Und wir haben gerade unsere Autos gewaschen. Du musst im Parkhaus 3 drücken. Und dann? Dann links. Dann hört es auf zu regnen. Warte, ich drücke jetzt Dreieck im Parkhaus. Ich parke auf dem Hä? Behindertenparkplatz. LOL! So, Leute, Aber mit der das ist so praktisch. Stoßstange bitte bis zur Linie vorne. Danke. Das Plugge nicht raus. So, mach mal einen Driver bei den Triaden. Ohne Stress. Können die gerne haben. Ich hab aufgehört zu regnen. Halt's Maul, Alter. Boah, der sieht auch nice aus. So, bitte auf dem Parkplatz parken, Leute. Auf den gekennzeichneten Parkflächen. Dein Auto ist zerkratzt. Komm, wir direkt durchsprintet. Ich schwör's dir, das war ich nicht. Planke war das. Ey, was war das? Planke ist beim Aussteigen gegen meine Tür gekommen. Guck im Chat, als du weißt. Puh.
Digga. Also hier ist wirklich, ja komm, lass den drin, ist egal. Kennt ihr den Moment, wenn dir die Eier am Oberschenkel kleben? Ja, meistens kleben die mir bei mir an der Wade. Boah, der sieht richtig Baba aus, Digga. So richtig oldschool Mafia-Style. Danny, Grüße gehen raus. Dankeschön der Nachfrage. Bei mir ist alles gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut. So, Leute, das nächste Like-Ziel sind die 175. Also wir machen gleich Offroad-King oder was? Ja. Das heißt Discord oder was? Kann man machen. Wie meinst du Discord? Wegen dem Dings. Rang oder was das da ist. Genau. Ja, okay. Gangster Lukas, hi, was geht? Lebensbooster, wie bekommt man Geld vom Unlock-All-Account? Digga, musst du bei YouTube mal gucken. Das ist sehr kompliziert. Lefner, was geht? Auch wieder mal am Start. So, Adai, was geht? Grüße gehen raus. Was machst du da? Nix. Du fandest mein Glendale geil. Ja, Tomnik, der war echt geil. Boah, ist immer noch am Regnen. Arian, die Autos werden gleich bewertet. Arian, der. Da hat jemand keine Hose. Wo? Hier. Direkt vergewaltigen. Genau. Sein Gesicht. Nichio ist auch am Start, nice. Guck mal den Schatten an. Oh Mann. Lefner TV haut 2,29 € raus. Alles gut bei dir. Grüße gehen raus an dich. Mir geht's gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Leute, schreibt mal alle Hashtag Lefner TV. Dankeschön für die Spende, Digga. Grüße gehen raus. Vielen lieben Dank. Ja, da Martin, denjenigen habe ich gebannt. Digga, er hat wirklich keine Hosen an. Digga, in welcher Mafia bist du? Keine Hosen gehen.
Also vielen lieben Dank für 2,29 €, Digga. Grüße gehen raus an dich. Wahnsinn. Guck dir mal sein Gesicht an. Noch schlimmer als seine Hose. Boah, Digga. Guck mal seinen Bart. Das ist ein bisschen aus wie Pinocchio, ne? Mit dem Make-up. Hey Leute, ich glaub's nicht. Es ist immer noch am Regnen. Okay. Gut, wir müssen irgendwie weiterkommen. Kommst du da noch rein? Geh auch weg, Mann! Ich war gerade in der Ego. Zeit für Schlammcatchen bei dem Wetter. Definitiv, Simon. Ich habe einen Haftbomber gerade platzieren gehört. Glaube ich. Also fahren muss ich noch lernen. Ja, dann alle liken, nur noch 10 Likes. Ja, Leute. Es dauert nicht mehr lang. Und dann? Dann starten wir gleich das Event. Eben, ne? PewDiePie hat ja gestreamt. Ich guck so nach 2 Sekunden oder so, er hat so gefühlt 40.000 Likes. Hast du auch gesehen, wie viel er gespendet hat? Ja, einfach 60.000 in einer Stunde. Also wo ich reingeschaut hatte, hatte PewDiePie schon über 100.000 Pfund. Ja, als ich geguckt hatte, hatte er 60.000. Ja, der hat ja irgendwie geschrieben, dass er für eine irgendwie indisches Kind oder so am Spenden ist. Wo? und dann habe ich ja gesehen, habe ich nochmal reingeschaut, wegen, der hat ja diese, was heißt Wette, aber der hatte diesen Kampf mit T-Series, wa? Ja. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wer ist denn T-Series, weißt du? Ich habe nie so nachgeguckt und so. Auf einmal gucke ich, das ist eine indische Dings. So eine indische Filmbranche. Ja. Aber die haben auch immer 70 Millionen Abonnenten. Ja. Das kommt da darum nicht klar. Ich dachte jetzt, PewDiePie ist der einzige mit so vielen Abonnenten. Hm. Kommt so innen da von der Seite. Aber die machen halt kaum Klicks. Also im Gegensatz zu ihm. Ja, das war ja auch, glaube ich, alles nur so ein Joke von ihm. Danny, Digga, ist gut, also bitte übertreib nicht mit deinen Daumen. Flagge. Gibt immer jemanden, der gegen eine Laterne fahren muss. Oder gegen eine Wand beim Parkhaus. Ach so.
Da will jemand meine Aufmerksamkeit, merke ich. Das, weißt du, jetzt ist der hier reingefahren, jetzt fahren die anderen auch hier rein. Bin frisch Level 100 geworden. Glückwunsch, Löffner TV. Meine Stimme ist komplett weg. Soll ich deine Stimme küssen? So, Leute, nur noch 7 Likes. Dann geht's los. Crazy Mods, was geht? Boah, der sieht fett aus, Digga. Ich steh's auf fett. So, Leute. Stellt euch mal alle vors Grab hier. Und ich stelle mich hier vorne hin. Ich predige euch jetzt was. Vor das Grab. Genau da. Warum haben wir eigentlich keine Frauen? Das ist ein Männerclub. Das ist ein Männerclub. Ja, da mit der Unterhose sieht nicht wirklich aus wie Mann. Und alle mit Seiten auf Gehirn. Grüß dich, Simon. Ey, Leute, ihr sollt euch alle dahinter stellen. Blitzgamer, was machst du, Digga? Wer ist tot? Der Dolly. Weiß ich, mal gucken, wer jetzt gleich stirbt. Digga, der steht am Grab und der macht hier den Ficker-Style. So, bitte jetzt am Grab stehen bleiben. So, Leute, wir haben uns heute hier versammelt, um Abschied zu nehmen. Digga, ich kann hier nicht ernst bleiben. Guck mal, was der da macht. Guck mal, hier ist einer gestorben. Er macht hier Dingens. Daumen nach oben. Oh, Digga, das sollte voll die Trauerstimmung sein. So. Alles klar, Digga, alles klar. So. Okay, Leute, ihr seht diese... Ah, wir haben eine Frau. So. Wie ihr sehen könnt, Leute, haben wir hier 2 Grabsteine. Es ging um unser... Ach, Alter, ohne Witz, die sind zu nichts zu gebrauchen. Ey, runter da. Die bringen sich alle um. Alles klar, Leute. Das war's komplett. Ich bin genau dazwischen gefallen. So, Leute. Okay, ich wollte eigentlich noch kündigen, dass wir jetzt das Event starten. Simon, kannst du das Rennen starten? Also, Simon hat extra einen Job erstellt, wo wir den Offroad King küren werden. Und dazu werde ich euch jetzt alle einladen, Leute. So, und ich bitte euch an dieser Stelle, gut zuzuhören, gut aufzupassen. So, Spieler einladen, alle aus aktueller Sitzung. So, und natürlich
Okay. Ja. Das kranke Rennen von Simon Plagge, welches meinst du? Es gibt viele. So, okay. Also Leute, wir werden jetzt den Offroad King küren. Und dazu hast du Geländewagen alles schon eingestellt, ne? Sehr gut. Windschatten ist aus, ja. So Leute, ich warte jetzt auf euch und wir haben 175 Likes. An dieser Stelle nochmal, Leute, vielen lieben Dank für die Unterstützung. Ihr habt mich auf jeden Fall nicht enttäuscht. Wie gesagt, wir machen jetzt den Offroad King. So, wenn wir jetzt gleich im Game sind, beziehungsweise im Job, werde ich euch das Ganze noch erklären. Oh, danke. So, okay. Wir lassen jetzt die Zeit ablaufen. Einer hat noch die Möglichkeit, hier beizutreten. Das, wo man nur mit dem Offroad-Auto schaffen kann. Wie Ewigkeiten gespielt. Okay. Ja, ich glaube schon, Plagge. Kommt danach ein Thema Marlon und das weiß ich noch nicht. Ich glaube eher nicht. So. Okay, der letzte ist herbeigetreten. So, kann man GTA-Waffen verkaufen? Also ich habe Waffen gekauft und will wieder verkaufen. Nee, Black Gopel, ich glaube nicht. So, oh, Macadamia. Wow. Mach mal Oldtimer-Treffen. Danke. Okay, Leute, das Rennen startet. Ich kann euch nur empfehlen, nehmt nicht das Motorrad. Ich weiß nicht, ob das. Sehr gut. Gut, Motorrad kann man doch nicht wählen. Sehr gut. Nehmt auf jeden Fall einen richtig guten Offroader. Kein SUV. Welcher denn? Welcher ist gut? Ähm, Ach, warte. Ja, danke für deinen schnellen Antrag. Schwaffentruck ist krass, glaube ich. ich nehme irgendwas Neutrales. Das Okay, wir ist werden. ein Ja. Also Leute, alle direkt am Anfang stehen bleiben. Scheiße, ich habe es zu spät gesagt. Alle mal am Anfang stehen bleiben. Keiner fährt los. Macadamia. Okay, super. Simon, komm mal nach vorne. Okay. Wir fahren jetzt alle dem Simon hinterher. Er ist der Ersteller von dieser Map. Grüße gehen raus, Digga. Ich will auf jeden Fall, dass ihr am Ende von dem Rennen einen Daumen nach oben verpasst. Ich habe jetzt die Benachrichtigung bekommen. Nicht so schnell, Simon, die sind nicht so schnell. Fake Gamer. Bleib mal stehen, Simon, bleib mal stehen. So, wir warten jetzt, bis Fake Gamer sich wieder hinten ange. Leute, schön vernünftig. Alle wieder zurück in die Reihe. Nix da. Guck mal hier, richtige Kannibalen. Fahr mal ein bisschen vor, Simon. Bis zur Brücke. So. Warte. Wir machen das schön vernünftig, Leute. So, alle in die Reihe. Solange esse ich noch meinen Macadamia. Wie
google jetzt, was das ist. Genau. Okay. Wir fahren jetzt ordentlich weiter. Danke. So, und nochmal als kleine Info, keiner beendet das Rennen im Vorfeld. Ja. Also Leute, wir fahren jetzt einmal das Rennen zusammen, einfach nur, um euch das zu zeigen. Also man stellt sich hier zu viert hin, jeder in einer Reihe, beziehungsweise jeder in eine Box sozusagen, und dann werde ich gleich da oben das Zeichen geben. Das Zeichen werdet ihr wahrscheinlich hören, und dann fahren wir alle gleichzeitig los. Ich bitte euch jetzt schon mal langsam mit uns mitzufahren, alle zusammen, und einfach nur um kurz die Strecke kurz zu zeigen. Also wenn das Zeichen kommt, ballert ihr hier voll los, scheiße, und gebt Vollgas ab durch ich wollte schon sagen, durch das Gehege. Durchs Gelände. So, die Straßenführung ist eigentlich eindeutig. Man kann sich hier eigentlich nicht verfahren. Einfach dann hier hoch, dann der Straße weiter folgen, beziehungsweise dem Gelände. Und zack, der Sprung ins Wasser. Hier macht ihr die 180 Grad Drehung. Und da seht ihr schon den Pfeil, der zeigt nach rechts. Und dann folgen wir weiter. So, okay, und dann hier den Berg hoch. Durch den Nebel. Hier hoch. Also wirklich, es kommt hier wirklich aufs Gelände an. Beziehungsweise auf das Fahrzeug an. Dass ihr ein Geländefahrzeug habt. Ein vernünftiges. So. Dann wieder hier zurück. Und hier ist das Ziel, Leute. So, wenn ihr das gemacht habt, kommt ihr einfach wieder hier hin und stellt euch wieder hier an. Allerdings werden wir das gleich so machen, dass immer zwei weiterkommen werden. Also vier Stück müssen sich da anstellen. Vier Stück stellen sich an und zwei kommen immer weiter. So, ich bitte die ersten vier direkt sich anzustellen. Was machen die? Ist da noch Platz? Ja, dann schon mal vor. Und für die Leute, die gleich ausgeschieden sind, ja, die stellen ihr Auto gleich auf die Straße. Und die können dann hier hochlaufen, wo wir dann gleich stehen. Leute, nicht rammen. Ich wiederhole mich nicht gerne. Also, ihr kriegt gleich das Zeichen. Und das Zeichen werden wir euch einmal probeweise zeigen. Ja, das heißt, wenn das Zeichen gleich kommt, nicht losfahren. Einfach nur, damit euch einmal zeigen kann, wie das Ganze verläuft. Damit ihr wisst, wie sich das anhört. So, ich spurte mal hoch. Wie kommt das Zeichen? Also gleich hört ihr eine Hupe. Also wie beim Drag Race. Wie beim Drag Race, genau. So, also wenn ich jetzt hupe, dann bitte nicht losfahren, ja? Ich will die Hupe einmal nur zeigen, damit ihr das auch unten hört. Ja. So, okay.
Hast schon gemacht? So. Genau. Habt ihr gehört? Ja. Okay, ist angekommen. Gut, Leute, ich würde sagen, wir werden mit dem Event jetzt starten. Das heißt, die ersten zwei dürfen weiterfahren, weitermachen, ja. Und die letzten beiden müssen ihr Auto irgendwo abstellen, wo es nicht im Weg steht. Am besten auf die Straße unten. Und können dann auch hier hochkommen, sich hinstellen und das Ganze mitverfolgen. So, wir haben direkt hier als erstes den Faction, Adri, Dennis Jan und Crazy Mods. Also Leute, haltet euch bereit. Sobald die Hupe ertönt, geht es los. Da müsst ihr so schnell es geht durchheizen. So, und derjenige, der mit dem Reata hier, ne? Der kriegt gleich von mir richtig auf die Nüsse. So, okay. Ich hoffe, ihr seid bereit. Ja. So, sehr guten Start hingelegt, Leute. Das sieht echt klasse aus. So, Dennis Chan geht direkt in Führung. Tschüss. Boah, der Ja. Crazy Mutz arbeitet mit allen Mitteln. Alle Mittel dürfen wir? Also bitte nicht schießen. Schon. So. Aber ich kann euch sagen, Leute, das Rennen hält vieles offen. Kann ich eigentlich hier mein Handy rausholen? Nee, kann ich nicht. So, wer ist in Führung? Ist es Atri? Adri. Atri mit dem Trophy Truck. Crazy Mods direkt hinterher. So, okay. Atri ist richtig gut dabei. Der ist echt schnell. Boah. Und macht einen richtig heftigen Stunt. Dahinter ist Dennis Chan. Dennis Chan hat sich den zweiten Platz ergattert. Kannst du das bis hinten hin durchhalten, Digga? So, Crazy Mod ist hier dicht auf den Fersen. So, oh, Crazy ist auf dem zweiten. So, wo ist der Rest? Ich sehe es gerade so schlecht. So, ah, da vorne sehe ich. So, Crazy Mutz ist gerade da drüber. Und so, Atri ist jetzt auch gerade drüber gesprungen. Sehr gut. Da, jetzt sehe ich ihn wieder. So, da oben sehe ich Atri. Und Atri rast als erster durchs Ziel. Und oben, wer ist oben? Yo, was ist das für ein Wagen? Faction hat den Weg versperrt und Crazy ist als zweiter reingekommen. Damit sind Crazy und Atri weiter. Dennis Jan und Faction, ihr seid raus. Dann würde ich sagen, sind die nächsten beiden dran. Ne? Danke, Fetch. Alles Nächsten gut. vier. Blitzgamer, King H, Jakin und Denotas. Kann einer den NPC hier rausholen? Da. Im Camacho. So, okay, Leute. Ich hoffe, ihr seid bereit. Ja, im Camacho, hier sind 1000 Camacho auf jeden Fall. Der gehört jemandem. Das sieht richtig geil aus, ohne Witz. Boah, also, wie die hier auf dem Boden aufkommen. Also, der Typ im Sandking, ich weiß jetzt nicht, wer das ist. Der geht direkt in Führung. So, das Blitzgamer. Oh, Denotas ist eng, also innen vorbei. So, gucken wir mal, dass wir das Ganze hier noch ein bisschen einfangen können. So, King H und Denotas sind Kopf an Kopf. Denotas ist jetzt als erstes oben. So, tut mir einen Gefallen, Leute, nicht die Hupe betätigen. Wo ist die? Alles klar, Defner, auf jeden Fall viel Erfolg für die Klausur. So, oh, Denotas hat sich gedreht. Genauso wie Blitzgamer. Aber Denotas kann sich wieder fangen. King H direkt hinterher. Und jetzt der Sprung. So, King H bleibt in Führung. Denotas auch wieder hinterher. Sehr gut, sehr gut. Das sieht sehr gut aus. So, wo sind die Jungs? Da sind sie. So, King H. Als erstes durch den Nebel hinterher ist der Denotas. Also, ich habe die Vermutung, Denotas und
King Haar könnten sich das Ganze hier holen. So, okay. Oh ja. Mit dem Anzug, ey. Ach, ich habe den Anzug noch an. Oh, Denotas fährt als erster durchs Ziel und ist somit weiter. Und Yakin ist hinterher. Wahnsinn. Also es ist auf jeden Fall anders gekommen, als ich dachte. Krass. So, dann die nächsten. Arjan. Guck mal, der Arjan, der steht schon da unten. So, aber ich glaube, das wird ihm nichts bringen. Schieb mal das Auto ohne Fahrer weg. Ja, ganz genau, das wäre auf jeden Fall gut. Oder könnt ihr einfach da in das Auto einsteigen und das wegfahren? Ich geh mal dahin auf. Oh, Belmühl hat den Start voll verpennt. Ultimate Face hat sich gedreht, kam mit Arjan in Kontakt. Und, oh, die haben sich da gerade richtig heftig gefetzt. So, aber Belmühl kann sich wieder fangen und nimmt die Jagd wieder auf. Ist auf dem zweiten Platz. Ultimate Face ist mit dem Trophy Truck unterwegs. Oh, und Belmühl hat sich auf die Seite gelegt. Das könnte jetzt hier eine echt knappe Geschichte werden, Leute. So, und Ultimate Face ist in Führung. Arjan direkt hinterher mit seinem Free Crawler. Das wird auf jeden Fall eine knappe Geschichte. Kanon Player, Grüße gehen raus und ich herzlich willkommen. Rednecks, Grüße gehen raus. Dado, sorry, dass mein Auto jetzt da steht. Kein Problem, Digga. Kann auf jeden Fall passieren. So, wo kommt denn Rapid Sports her? Digga, den habe ich ja gar nicht gesehen. So, Arjan ist in Führung. Rapid Sports hinterher. Ultimate Face dahinter. So, Belmühl. Oh, Belmühl bildet das Schlusslicht. Bergniveau, Grüße gehen raus. So, und da sind sie am Kämpfen, Leute. Da sind sie am Kämpfen. Und da kommen sie gerade wieder hoch. Arjan ist in Führung. Blitzgamer holt sich einen runter. Wie geht's dir so? Mir geht's gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut. So, und jetzt müssten die Jungs da oben jetzt herkommen. Boah, Digga, das wird sehr knapp. Rapix und Arjan sind als erstes durchs Ziel und sind somit weiter. Dann kommen die nächsten. So, ich hoffe, ihr seid bereit. So, Tom hat einen richtig guten Start hingelegt. Wer ist das? Fake Gamer. Oh, Digga. Oh, ich dachte, er wäre gut weggekommen. Allerdings hat er sich richtig aufs Dach gelegt, Leute. Dann geht's hier weiter. Oh, da ist jemand mit dem Riata ganz vorne, aber doch nicht. Black ist direkt am Start und holt sich den ersten Platz zurück. Versuche ich hier hinterher zu kommen. So, hier sehen wir jetzt besser. So, Black Zorro ist das, glaube ich. Black Zorro im Camacho hat hier auch nochmal dieses patriotische Design auf seinem Auto. Will auf jeden Fall damit einen Punkt setzen. So, Black und Black Zorro nenne ich euch jetzt mal. So, einmal Riata, einer mit dem Riata und einer mit dem Camacho. Wird auf jeden Fall ein heftiger Zweikampf. Fake Gamer ist leider das Schlusslicht. Tom, ich glaube, der hat einen ungetunten, ich bin mir nicht sicher. Okay, jetzt fahren die beide Richtung Nebelsprung. Ich nenne das Ganze jetzt mal Nebelsprung. Jim Button, hi, auch endlich wieder geschafft, vorbeizuschauen. Dankeschön, Digga, Grüße gehen raus, schön, dass du da bist. Boah, die fahren echt gut. Okay. Dann laufe ich mal schnell nach vorn. So, und da oben sehen wir den ersten. Im Riata. Das ist Black 420 und dahinter Black Zorro. Es sind beides weiter. Grüße gehen raus. So, okay, dann die. Oh. Sorry. Guck mal, ich habe gesagt, keiner ist hier oben auf dieser Tribüne. Bitte runtergehen.
Ihr könnt da auf dem Steg euch aufhalten jetzt. So, okay. Sehe ich gerade nicht, wer vorne ist, allerdings. Vorne ist Plagge. Plagge ist in Führung. Und danach Türkisch Boy. Türkisch Boy direkt hinterher. Oh, im Brawler, den Brawler, den sieht man aber auch nicht allzu oft. Ich hoffe, der Pinke gewinnt. Okay, dein Stream ist so chillig und geil. Dankeschön, Team Vindix. Hallo an IL. Oh, Plagge hat so ein bisschen die Kontrolle verloren, aber kann sich wieder fangen. So, beide im Brawler, finde ich auf jeden Fall gut. Auch mal ein anderes Auto. Und da ist jemand mit dem, wie heißt der Wagen? Das ist nicht der Trophy Truck, das ist der andere Truck. Wie heißt der? Kadermann Yidi-chan, was ist los? Wer den Namen weiß von dem Fahrzeug, der soll mal reinschreiben. Vielleicht schaffen wir es nach dem Rennen noch ein LTS zu machen. Das ist der Desert Raids. Dankeschön, Laia HD. Danke, danke, Digga. Vielen lieben Dank. Alter, Digga. Hier King HD, war ohne Witz. Ich bin gerade wirklich. So. Also Leute, ihr dürft nicht mehr hier hoch. Ultimate Face auch nicht. So. So, wer hat jetzt hier gewonnen? Plagge hat gewonnen. Und da hinten Moses. Also Leute, ihr dürft hier oben nicht mehr auf den Steg. Ihr bleibt bitte da unten auf dem weißen Zylinder. So. Dann die nächsten. So, ein richtig guter Start. Allerdings ging das ein bisschen weit hinaus, Fingo. Ich hoffe, du kannst dir die Führung nochmal holen. So, okay, das wird hier ziemlich knapp, Leute. Kann ich mal einen Tipp geben? Was für ein Tipp? Wenn man an der Startlinie ist, nicht so weit vorne stehen, sondern ein bisschen mehr mit Anschwung. Digga, ich habe gesagt, nicht hier oben aufhalten. Also hier runter. Ja, alle runter. Obwohl, du kannst oben bleiben, du bist ja Commissioner. Ja, so, okay, Fingo ist in Führung mit dem Trophy Truck. Also ich muss sagen, der Trophy Truck ist echt richtig gut hier. So, und dann haben wir hier einen Adri, der auch im Trophy Truck unterwegs ist. Boah, Fingo gibt direkt mal alles hier, krass. Das beendet. Was? Thomas, warum hast du das Rennen beendet? Er dachte sich nur, scheiß drauf, ich brauch Geld. Und das Spiel verlassen. So, wo sind die Jungs? Oh, Adri ist in Führung. Und Fingo als zweites. So, der fliegt hier gleich raus. So, dann die nächsten. Denotas, ja, Pidichio, Ash und Crazy. Dieser VW da ist richtig gut, ne? Ach, das war crazy. Ne, finde ich nicht. Der ich finde gerade knapp hinter dem beim anderen ran. Ja, aber gut, man muss auch hier so ein bisschen sich durch Wasser und so weiter durchkämpfen können. Ja, das stimmt. Und der ist echt. Ja, okay, der ist scheiße. So, wer ist hier in Führung? Crazy ist in Führung. Wenn hier hochkommt, gebe ich einen Klatscher. So, Carnival, bald 10k. Ja, Leute, wir sind auf jeden Fall auf dem Weg dahin.
Würde mich freuen, wenn ihr da auch am Start seid. Also Crazy ist mit Abstand am Führen. Wo ist der Rest, Leute? Wo ist der Rest? Da kommt der Rest. Da ist der VW. Pinicchio mit dem Käfer, nice. War nice heute, wünsche euch was. Alles klar, Thomas, mach's gut. Auf jeden Fall, gute Nacht. Oh, Pinicchio hat sich da im Wasser irgendwie verfangen. Nicht verfahren, sondern verfangen. Oh, jetzt die 180 Grad. Schnell. So wie es aussieht, ist Crazy gleich schon im Ziel. Martet schreibt, wie findest du FIFA 19? FIFA ist nicht so mein Fall, Leute. Ich mag FIFA nicht. Fortnite, genau. So, oh, Crazy beendet das Rennen als erstes und somit schon mal weiter. So, wo sind die Nächsten? Alter, wer ballert denn jetzt hier rum? Ohne Witz, gleich fliegen Leute raus. Ich dachte, heute fliegen echt keine raus. Oha, Digga, die kommen jetzt rein. So, Ash. Ash rollt rein und ist weiter. So, dann die Nächsten. Aber das ist aber fair, er ist später losgefahren. So, Lord Smokey, Dankeschön. Danke auf jeden Fall, Digga. Da liegt jemand auf dem Dach. Da geht einer richtig ab. Wer ist denn das? Arian. Arian? Mm. Ja, Arian mit dem Freecrawler. Alter, der... Tschüss. Der berührt noch nicht mal den Boden. Der fliegt so durch. Oh, Black Zorro hat die Verfolgung aufgenommen. Das explodiert. So. Langsam reißen wir hier da hinten. Leon Beast, was geht, Bruder? Herzlich willkommen, Digga. Grüße gehen raus. Schön, dass du da bist. Alles klar. Wer bombt denn da? Ich weiß es nicht, aber... Blitzgamer? Glaube ich. Also will der rausfliegen? Kennst du mich noch? Leon, ja, natürlich kenne ich dich noch. Grüße gehen raus. So, Ash gewinnt. Ist weiter. Und Black Zorro direkt hinterher. Grüße gehen raus. Ey, langsam reiz. Ruf gleich die Bullen. So, dann die Nächsten. Oh, diese Kamera. Boah, Adri hat eine richtig gute... Also ich sehe für Adri hier richtig gute Chancen, muss ich ehrlich sagen. Jetzt aber nicht mehr. Lol. Der ist im Wasser gelandet. Aber das heißt nichts. Die erste Kurve, Leute, das hat nichts zu bedeuten. So, okay. Also, wen haben wir jetzt vorne? Im Desert Raid Moses. Dahinter Black und Atri direkt hinterher. Oh, der hat sich in der Luft gedreht. Oh, aber er konnte sich noch fangen, der Moses. Oh, der ist ja gemoddet, ne? Der ist richtig geil. Oh, Black hat sich gedreht mit dem Riata. Und Atri direkt hinterher. Jetzt kommt's drauf an. Jetzt kommt's drauf an. Nein! Nein! Oh, Digga, ich bin runtergefallen. Crazy Mods fährt nicht vor. Ganz ruhig, Leute. Da ist ein Chinese im Chat. So, das war ein Lanchos. Achso, du hast das? Ja. Ich wollte gerade sagen, was passiert mit meinem Nacken. So.
Da oben kommen sie. Oh, Adri. Adri, Digga, was geht? Im Trophy Truck holt er sich direkt den ersten Platz und Moses direkt hinterher. Grüße geht raus. Ihr beiden seid schon mal weiter. Dann die nächsten. Fingo, Ash, Black Zorro und Crazy. Boah. Shishini. Oha, Digga. Alter Schwede, was passiert hier? Fingo in Führung, Crazy Mods direkt hinterher. Was ist mit den anderen los? Die haben sich gedreht. Oh, Crazy bleibt da hängen. Black Zorro auch mal direkt am Jagen. Zeus Medusa, Abend, grüß dich. Atri, der geborene Gewinner. So, okay, Leute, schnell, schnell, schnell. Damit wir alles hier sehen. So, Crazy Mods in Führung, Fingo direkt hinterher. Oh, ich sehe schon, Fingo ist richtig am Schwitzen. Oh, Fingo hat einen Unfall gebaut. Fingo, gib Gas. Hol all deine Skills raus. So, Crazy, mach den Absprung. Boah, und Fingo holt alles raus, Leute. Oh, Digga, jetzt hat er sich in der Luft gedreht. Eieiei. Du machst zu sehr, oh, Fingo ist auf dem zweiten. Also bei Crazy brauche ich, glaube ich, nicht mehr zu gucken. Er hat, glaube ich, so gut wie gewonnen. Hi. Los Fingo. Belgan schreibt, hallo, Gola, musst du lernen, was macht die so? Digga, wir machen gerade den Offroad King. Wer wird der Offroad King bei uns in der Crew? So, und da kommen sie. Crazy Mods in Führung. Und beendet direkt als erstes. Matej schreibt, okay, danke, wofür? So, und Fingo. Fingo crasht rein und schafft es als zweiter hier zu beenden. So, okay. Dann haben wir Crazy Mods, Arian, Adri und Moses. Ja, hiernach ist Finale. Hiernach ist Finale, Leute. So, Crazy hat einen richtig guten Start hingelegt. Wundert mich echt. Achso, er hat den Camacho. Ich dachte schon, ne? So, also Crazy in Führung. Adri direkt. Oh, Adri hat sich gedreht. Unfall. Moses und Arian auch noch mit in Leidenschaft gezogen. So, und Crazy ist in Führung. Crazy ist in Führung. Dahinter ist Arian. Ist das Arian? Ja, Adri auch direkt mit dem Trophy Truck hinterher. Mal gucken, wer sich hier durchsetzen kann. Der Free Crawler oder der Trophy Truck. Adri hat sich heftig hier gedreht nochmal und kann sich hier fangen. Aber reicht es, um das Rennen hier als Zweiter zu beenden? Das werden wir jetzt sehen. Seit wann zockst du GTA 5? Seit Release. Oh, Crazy Mods und Arian haben einen fetten Unfall gehabt. Einen fetten Unfall. Wird das Ganze hier nochmal rumreißen? Ich finde es auf jeden Fall heftig, Leute. Ich finde es richtig heftig. Man muss wirklich das Rennen bis zum Schluss durchziehen. Weil wirklich am Ende kann man wirklich nur sagen, wer weiter ist. Oh, und so wie es aussieht, ist Adri und Arian in Führung. Boah, das wird hier so knapp. Oh, Crazy Mods konnte sich den zweiten Platz ergattern. Puh, das war echt ein heftiges Rennen. So, und ich würde sagen, es kommt das Finale, ne? So, okay. Okay, Leute, jetzt kommt das große Finale. Wir haben Crazy Mods, Fingo und Adri im Finale. Wie ich finde, alle verdient, sind sehr gut gefahren. Jetzt geht es darum, wer hier gewinnt, gewinnt den Offroad King.
Erster Platz, zweiter Platz oder dritter Platz. Ihr wisst, Leute, den zweiten, dritten Platz kennt keiner. Man kennt nur noch den ersten. Deswegen gebt alles, Leute. So, Crazy Mode einen richtig heftigen Start hingelegt. Fingo direkt hinterher. Und Adri kann innen bleiben. Das wird auf jeden Fall ein heftiges Rennen. Kommt morgen auch ein Stream. Direkt ein Jahr dahinter. müssen wir gucken, Leute. Ich werde es im Discord auf jeden Fall ankündigen. So, wer ist hier in Führung? Es ist Adri. Adri ist in Führung. Wo ist der Rest? Wo ist der Rest? So wie es aussieht, wird Adri dieses Rennen locker nach Hause fahren, Leute. Oh, Crazy Mods, wie ein verbissener Hund direkt hinterher. Oh, Adri hat es gedreht. So, und Crazy Mods ist auf jeden Fall in unmittelbarer Nähe. Das könnte noch knapp werden, Leute. So, und... Oh, Adri nimmt die Kurven sehr eng. Boah, Crazy. Oh, Crazy hat sich ein bisschen gedreht. Und Adri springt hier durch den Nebel. Schweizer Mann, schön, dass du da warst. Grüße gehen raus. Bin bei euch stecken geblieben. Oha. Und Crazy Mods kann noch gewinnen. Crazy Mods ist der Offroad King. Grüße gehen raus an Crazy. Herzlichen Glückwunsch. Fette, fette Party. Oh. Herzlichen Glückwunsch, Crazy. Du bist der neue Offroad King. Und ich würde sagen, Leute, wir machen jetzt folgendes: drücken alle Respawn. So, und dann stellt ihr euch bitte alle nochmal hier auf, beziehungsweise hinter mich. So, ihr folgt mir am besten. So, ich stelle mich jetzt gleich hier irgendwo auf. So, hier, genau. So, und hier warte ich dann auf euch. So, Crazy Mods soll direkt mal hinter mich kommen. So, und Leute, wie ihr wisst, ist es bei uns Tradition, dass der King von der jeweiligen Sache das Rennen auch als erstes beenden darf. Und in diesem Fall ist es Crazy. Und deshalb, Crazy, darfst du jetzt nochmal hier vor mich und hochspurten. Ups. Digga, ich weiß nicht, wie du Offroad King geworden bist. Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch an Crazy. Ich will Zweiter werden. Oh, shit. Glückwunsch. Und vielen lieben Dank, Leute, dass ihr alle so super mitgemacht habt. Sehr schön. Ich lasse euch natürlich alle erstmal hier passieren. Okay. Alle das Rennen beenden, Leute. Wir haben nicht mehr viel Zeit. So, Glückwunsch an dieser Stelle nochmal.
Nein, nein. So. Okay, und Leute, bitte tut mir allen gefallen. Lasst bitte allen Daumen hoch für das Rennen da. Den Simon hat sich hier richtig Mühe gegeben. Das Mindeste, was wir hier machen können, ist, einen Daumen hoch zu lassen, Leute. Auf jeden Fall crazy Glückwunsch. So. Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Ach so, weil der Ding verlassen hatte, der erste Platz. Ach ja, stimmt, ja, ja. So, Leute, alle mal einen Daumen hoch lassen. Und ich würde sagen, wir machen jetzt Folgendes. Wir gehen jetzt hier alle mal in den freien Modus und von dort aus starte ich LTS. Da könnt ihr euch alle noch mal so ein bisschen abreagieren. LTS-Kill. Der mit den meisten Kills. Gut. Ich hab deine Liste da. Mhm. Chris Mods hat sein Dings jetzt bekommen. Auf dem Discord. Hast du schon gemacht oder was? Ich hatte schon bevor wir angefangen hatten. Gibt's eigentlich so ein Teleport-Bitch? Brauch einen. Oha. Bitte drei, oder? Sehr gut, alle sind hier in der Sitzung reingekommen. Wollen wir wieder das machen? So, hier sind die 20. Du Ratte! Oh, sind das Felgen? Von dem Baum neben mir. Okay, Leute. Genau, wir spielen jetzt Hipsters Light. Oh nö. Also wie ihr sehen könnt, Leute, ich lade jeden ein. Ich mache die Sitzung auf offen. Ihr könnt jetzt alle beitreten. Ich lasse die Zeit einfach ablaufen. Ich gönne mir noch ein bisschen Macadamia. Hast du deine Freunde? Ist es schon aufgeräumt? Nein, Ghostboy habe ich noch nicht. Wahrscheinlich morgen. Olymp, Grüße gehen raus. Gerade. So eklig, Alter. Du verbreitest Hunger. André, hast du den X21 von Crazy bekommen? Lol. Also Leute, es laufen noch ungefähr fast 30 Sekunden.
Das heißt, nutze die Gelegenheit zum Beitreten. Ich lasse jetzt einfach ablaufen. Ehrenmann, gönnt sich Essen, obwohl der Stream on ist. Ja, Digga, warum sollte ich mich verstellen oder was? Deswegen, scheiß drauf. Habe keine Einlassung. Ja, Digga. Alles ist offen. Ich habe Einladungen rausgeschickt. Also dieses Scheißspiel manchmal, ohne Witz, da könnte ich mich so aufregen, dass es nicht die Leute einlädt. So. Ja, ich bin nicht alle, alle mal Tausender setzen. Alle mal ein Tausender setzen. Lol. Und Jungs. Ich habe nur 700. Ich glaube, ich habe die größten Nutzen im Team. Ich habe 100, ja. Wenn das geht. Hm? Ja. Also Leute, das nächste Event, das kommen wird, stammt auch von Simon. Der hat auf jeden Fall schon mal einen Job vorbereitet. Das wird auf jeden Fall richtig geil. So, vielleicht nochmal so, so eine kleine Frage in die Runde. Ich meine, wir sind jetzt nicht so viele Zuschauer. Was wünscht ihr euch eigentlich, so als 10.000 Abonnenten-Special? Weil früher oder später werden wir die wahrscheinlich erreichen. Was versuchst du da, du Attentäter? Ah! Scheiße! So. Gorilla, diesen Hype hast du dir echt verdient. Du hast nie aufgehört und immer weitergemacht. Dankeschön, Olymp. Ich gebe mir echt Mühe, wirklich. 24-Stunden-Stream. Roomtour. Facecam Special. Gorilla war nicht so gemeint. Bist mein Vorbild. Nein, das habe ich auch nicht falsch verstanden. Du fragst Sachen. Gute Frage. So ein 12-Stunden-Stream. 24-Stunden-Stream. Roomtour. Gaming-PC-Verlosung. Ja, klar, Crazy. Kein Problem. Gorilla, wer ist der beste Fahrer in der Crew? Ohne Witz, der beste Fahrer meiner Meinung nach ist der Jibu. Ganz einfach, Punkt. Tobi, 24-Stunden-Stream. Heute kommt ein TT, oder? Nein, der Lappen, heute nicht mehr. Bummel auf dem Jahrmarkt. Marcel, guten Abend, grüß dich. Bin ich der Letzte? Oh mein Gott. Die, die nach Stundenstream fragen, wollen nur Points geilen. Rufen Points. Ja, ich weiß nicht, vielleicht mal so ein 10-Stunden-Stream passend zu 10k. Aber nee, warte. Ich lass mir was einfallen, Leute. Ich lass mir was einfallen. Ich wollte mal so kurz mal reinhören, was ihr so denkt. Leider ist jetzt dazugekommen. Okay, Marcel, freut mich auf jeden Fall, dass du eingeschaltet hast, Digga. Facecam, Dominik. Also es sollte was Besonderes sein, aber nicht so, nicht zu teuer. Autogramm oder so. Autogramm von mir? Belkant? Ehrlich? Quatsch, nicht von mir. Axel ist auch da. Gorilla, mach mal ASMR. Rasier dich mal. Ja, mach Dings, rasier ASMR. Ich weiß, dass wir bestimmt Millionen Klicks machen. Dann müssen wir keine TTs mehr machen, sondern ASMR. So, Leute, hier mein Geheimtrick. Einfach da hochschießen. Manchmal klappt's. Ja, wenn du treffen willst. Boah, Digga, den habe ich ja gar nicht gesehen. Ja,
nicht. Boah, das war knapp. Oha! Ich war unten, es fliegt eine Leiche auf meinen Haufen. Boah, Digga, ich guck ganz nach oben, der kommt mir entgegen. Boah, den haben sie zerfetzt. Ich habe noch gar nichts getroffen. Boah, Digga, so schlecht. Jeder ist mal schlecht. Boah, Digga. Tschüss. Puh. Kann mir jemand sagen, wie viele Points ich habe? Mach mal Ausrufezeichen Points, Leier AD. Bellboy, na klar, Bruder. Doch, Autogramm. Ich lass mir was einfallen, Leute. Ey, ich hab grad die 30 Stunden geknackt. 30 Stunden? Wahnsinn, Digga. Sind 411 Punkte so gut? Ja, Mann. Was bringen Points? Ich muss 51 Stunden. So. Alter, also Leute, mit den anhand der Points kann ich halt sehen, wer von euch halt richtig aktiv ist, ne? Und sobald wir neue Moderatoren brauchen oder dazukommen sollen, werde ich die anhand der Points ausfindig machen. Ich bin da mal weg. Viel Spaß euch allen noch. Gute Nacht. Kanonenplayer, schön, dass du da warst. Boah, Simon zerfetzt, Alter, auf dem Boden. Dankeschön, Dennis-Chan. Darf man VIP werden? Ja klar rufen, warum denn nicht? VIP, aber da musst du Ausrufezeichen VIP reinschreiben. Dann wird dir der Link geschickt. So. Wo ist der denn, der Typ? Wer ist denn das? Black Zorro. Gamerzock, von wo hast du das ganze Geld? Schwarzarbeit. 10 Stunden Stream wäre zu viel. Oder also Autogramm wäre besser. Können wir mal gucken. Ey, bitte fahr nicht runter. Oh, Digga, ist runtergefallen. Er ist einfach runtergedriftet. Mach mal so einen Top 10 Befehl, damit jeder weiß, in der Top 10 Point ist das Cross Gamer. Ich habe noch nicht mal Ahnung, wie man einen Befehl macht. Nee, Spaß, aber ich muss mal gucken. 5 Stunden Stream. Boah, Simon, jetzt aber. Jetzt! Boah, oh shit. Digga, seine Tür hat sich erledigt. So ein Rückblick mit Highlights, 10.000 Abonnenten, Special, boah. Also Leute, wer will, ohne Witz, ne? Wer will, kann so ein Highlight erstellen. Und ich werde das dann bei mir auf dem Kanal hochladen. Und dann werde ich aber auch schreiben oder verlinken, von wem das gewesen ist. Henry, wie kann man VIP werden? Also, wie gesagt, du klickst auf den VIP-Link. Aber das musst du auf dem PC machen. Und wenn du auf den VIP-Link klickst, dann kannst du da einfach, hast du die Möglichkeit, da VIP einfach einzutragen. Das war nicht meine Runde, schreibt Anthony. Ja, Digga, meine auch nicht. Ich war ja so schnell tot. Kannst du vielleicht sagen, wer in der Top 10 ist? Mal schon gucken. Gorilla, wenn ich eine Autogrammkarte von dir bekommen möchte, bekomme ich einen Schrank. Stimmt's, weil du so breit bist? Lol. Legend, Grüße gehen raus an dich, Digga. So, okay. Boah, ich kann jetzt gerade nicht sehen, wer in der Top-Dings ist. Also, ich kann euch... Ach so, das ist vorbei. Okay, dann zeige ich euch jetzt gerade,
Oder sage euch gerade, wer in den Top 10 ist. So, damals 3K Special, heute 10K Special. Ja, Olymp. Ist Wahnsinn. So, okay, wenn ihr jetzt noch einen kurzen Moment habt, dann werde ich jetzt vorlesen, wer in der Top 10 ist. So. Marcel, bin wieder da. Grüße gehen raus. Lockhart Gorilla, mich schon vergessen. Ah, Digga, dein Name kommt mir auf jeden Fall, ist mir nicht unbekannt. So, okay, dann gucke ich mal. So, okay. Ich lese jetzt mal die Top 10 vor, ja? So, okay, auf dem ersten Platz haben wir Dennis Can mit 953 Punkten. Auf dem zweiten Platz haben wir Crazy Mods mit 927 Punkten. Dann haben wir auf dem dritten Platz mit 906 Punkten Frankie from LS. Dann auf dem vierten Platz der Tomnik mit 867 Punkten. Dann Thomas, also T. Stenneriff, auf dem fünften Platz mit 807 Punkten. Und dann kommt Adai. Adai hat 640. Dauergeil hat 627. Simon hat 612. Plagge hat 600. Armin hat 598. So, guck mal hier, 1, 2, 3. Wer ist Armin? Armin, cool. So. So, und Anthony hat 597. Ja. Das war die Top 10, Leute. So. Okay. Gut. Also Leute, jeder spendet hier jetzt, damit er Punkte bekommt. Nein, ich würde mich aber auf jeden Fall freuen, wenn ihr noch ein Like da lässt, Leute, damit wir die 200 Likes voll machen. Und an dieser Stelle will ich mich auch nochmal bedanken, Leute. War richtig wieder ein geiler Stream. Hat richtig Spaß gemacht. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, fürs Mitmachen. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend noch. Vergisst auf jeden Fall nicht, den Discord abzuchecken. Und Bacardi, Dankeschön für dein Getränk. Grüße gehen raus. Wir haben die 200 Likes voll. Dankeschön, Leute. Hab euch alle lieb. Mit wem hast du gestern noch Rennen gefahren? Mit Sky, Plagge, mit Skyrider. Und Simon war auch dabei. Jibo auch. Okay. Wir machen jetzt Feierabend, Leute. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Mitmachen. War echt Hammer, ihr seid echt korrekt. Ich wünsche euch einen guten Abend. Dir auch, Axel. Und haut rein, Leute. Simon, war eine richtig geile Strecke. Auch an dich nochmal, Dennis Can. Warst wieder super dabei, Digga. Grüße gehen raus. Haut rein, Leute. Und ciao.